Ah, die Grafik ist immer noch mega. Wenn ihr überlegt, das Spiel ist 2009. Ich sollte nur mal gucken, wie meine Flugdynamik ist, damit ich mich dann später nicht vertue. Ein paar Sekunden liegen lasse. Also Flug ist nie gespiegelt, gut. Jetzt habe ich schon wieder die Splits vergessen. Shit. Aber das haben wir gleich. Haha. Nee, das ist any percent easy. Das wäre krass, wenn das meine Schwerzeit wäre. Das wäre mega. Gut. Wir haben eine PB von 1 in 40 und 10 Sekunden. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir heute die Sub 1 40. Mal gucken. So, die ein oder der One startet wie gewohnt beim ersten Input. Das ist hier in dem Fall, nachdem der Batman fragt, ob der Commissioner Gordon hier ist, übernehme die Kontrolle über den B-Man. Und dort beginnt dann der One auch. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Es gibt ja auch Ones jetzt mit Waste-Datei. Da starten wir Client den ersten Battle. Ja, das wird jetzt 6 Minuten und 40 Sekunden, genau. Eher ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem, auf welche Konsole oder PC man spielt. Aber so 6 Minuten 40 reine Laufzeit und Cutscene-Zeit und was ist Cutscene nicht direkt. Aber so, wo man den Joker in die Anstalt schaffen tut, der Joker ein bisschen untersucht wird und so. Deswegen hat man auch jetzt schon ein bisschen länger. Hey, Lockmann. Lockumann, vielmehr. ich habe jetzt das U vollkommen vergessen. Deswegen hat man jetzt so eine Waste-Datei. Was heißt jetzt? Das ist schon ein bisschen länger her, seit über ein Jahr oder so. Da startet man gleich und tut den Timer auf exakt 6 Minuten und 40 und dann noch irgendwo Milliseconds setzen, damit, wenn man der Bildschirm schwarz wird, man dann die perfekte Zeit hat. Deswegen unterscheidet man auch zwischen einer Waste-Datei und normal, aber das ist eigentlich kein Unterschied. Waste-Datei bedeutet eben nur, dass man eben das Laufen nie gemacht hat und deswegen. Wenn man das machen will, braucht man aber dann dafür wirklich Stumper Splits. So ist es auch in den Regeln festgelegt. Na, ich hoffe, das Setup ist so in Ordnung, funktioniert alles. Wie schon gesagt, ein Regal gestern bekommen, aufgebaut und die ganzen Kabel, Capture Card abgesteckt und so viel Kabel, die man hatte, das war ein riesen Kabelsalat. Alles wieder neu verkabelt, verdeckt und alles. Und ich hoffe, das klappt alles. Mikrofonarm habe ich auch getauscht. Von den Arm, der hier hing und dann so quer übers ganze Bild ging, zu einem Tischarm. Ich muss mal einfach gucken, was besser ist. Also in die Testaufnahmen habe ich keinen Unterschied gemerkt zu so und so. Nur so ist es hier angenehmer für die Bewegungsfreiheit her, dass man auch nicht ständig rankommt oder so. Im Spiel gibt es ja dann später auch eine Cutscene durch den Crane sein Angstgas. Da ist das Ganze getauscht. Da hat man den Joker und der Batman ist hier festgeschnallt. Aber so viel schon mal vorneweg, das werden wir bei Any Percent definitiv alles skippen. Denn das sind alles Scarecrow-Parte und die werden im Any Percent komplett geskippt. Okay, kann ich machen. Und wenn du Fragen hast, hau einfach gerne raus, weil manchmal als Runner nimmt man das mit der Zeit dann einfach als selbstverständlich wahr und ja, das ist auch, wenn man so bei Marathon wie bei German oder so war,
Das ist immer gut, wenn man jemanden hat, der sich mit den Run überhaupt nie auskennt, der da mal, ich sag's jetzt mal, eine dumme Frage oder so stellt, die man dann beantworten kann, weil, wie gesagt, als Runner, da gehst du nie auf jeden kleinen Trick immer wieder ein. Unser größtes Glitch-Instrument ist die Explosivgeladung, so eine kleine Pistole mit Explosivgel drauf. Damit können wir dann wunderbar Sachen machen, aber dazu komme ich dann später noch. Denn damit können wir uns zippen, Animationen skippen. Deswegen, es sind so die ersten, man kann sagen, bis zum Batmobile hin, das sind so 22 Minuten, 22, 33 jetzt hier bei meinen Splits, wo das noch relativ wie No Major Skip oder Glitchless oder so wäre. Nicht, wo du hingehst. Ja. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht cool? Genau, also mit die funktioniert hier alles. Bei City und Knight ist es dann der gleiche Zip, aber da hat man dann statt Explosivgel die erstmal danke fürs Folgen. Und ja, beim Explosivgel ist es hier in Asylum. Und bei City und Night ist es dann, also der Zip funktioniert dort gleich. Und dort ist es aber dann die RCE-Gun, also die Elektro, oh, wie heißt die auf Deutsch? Elektrodistanzstromladung oder irgendwie so. Oder nur Distanzstromladung. Man nennt die aber einfach nur RCE-Gun, Kurzform. Und damit macht man dann bei City und Night die Glitches. Damit können wir Animationen skippen, zum Beispiel bei den Türen, um dort Zeit zu sparen oder um die Türen zu laden und entladen wieder. Und ja. Man kann sagen, wenn man den Zip kann, also den Glitch und dann damit sich zippen kann, da hat man schon die halbe Miete für einen Speedrun von Arkham Asylum. Und da komme ich später auch noch dazu. Es gibt ja dann zwei Varianten, eine schnelle Form und eine langsame Form, und die machen dann eben unterschiedliche Sachen. Und an manchen Punkten braucht man die lange Version, in manchen die Danke, den werde ich einmal oder brauchen. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister. Und jetzt lass die Party beginnen. Ja, genau, also auf easy würden wir uns den kritischen Combo-Treffer holen. Das heißt, die Combo, jeder Schlag zählt für zwei. Ja? Und wenn man das zweimal macht, sind die Feinde schneller Whip. Da das hier schwer ist, benutzen wir also den kritischen Treffer, der würde uns überhaupt nichts bringen. Die Kämpfe würden zu lange gehen. Wir holen uns mit die Updates insgesamt, dass man den Batarang werfen kann. Im Kampf, ohne dass der Combo-Zähler zurückgegangen oder gesetzt wird. Dann wird der Combo-Zähler zurückgesetzt, das kann ich hier mal kurz zeigen, fliegen die nie um. Erst wenn der Combo-Zähler weiterläuft, fliegen die um, und das geht durch ein Gadget, das hat man dann später bei den anderen Batman-Games standardmäßig drin, hier leider noch nie. Also müssen wir uns das als erstes Update kaufen und machen dann, wie wir hier gesehen haben, immer wieder das Boden ausschalten. Dazu kommen dann noch die Zwillings-Batarangs und später die Trillings-Batarangs oder dreifachen Batarangs. Das heißt, mit einmal auf Schnellfeueraktion, das ist bei der Xbox. Oh, wie heißt die Taste jetzt gleich? LT. Ja, LT. Zweimal kurz antippen, da feuert der Batman die im Kampf automatisch. Und feuert dann einen Batarang ab. Und wenn wir das Update haben, fliegen die um. Der Kombozähler bleibt weiter. Und dann machen wir immer den Boden ausschalten. Das ist so die Kampftaktik. Auf schwer, auf easy. Wie gesagt, da braucht man viel weniger Updates, weil man da mit den kritischen Treffer arbeitet. Hier noch ein kleiner Unterschied zur PC-Version des Speedruns.
Bad Wings, also Bad Ranks, also wie Bumerang, aber nur hier eigentlich, also ja, Bad Ranks kann man sagen. Bad Wing ist ja der Gleiter von dem Batman. Gott, der Start läuft gerade beschissen, aber egal. Das ist so zur Aufwärmung, ein bisschen so zum Erklären, ist es nicht verkehrt, wenn dann ja alles perfekt läuft. Genau. Genau, die befeuert man dann auf schwer immer wieder ab. Jetzt geben wir eine kleine Animation oder kleine Mikrokazin, wo der Batman mit die Handlanger redet und da wird dann eben auf Zazz eingegangen. Und dann scannt der Batman erstmal den Raum und sieht dann, dass er auf die Wasserspeier drauf kann. Wenn man sie stuckt und auf die linke Seite geht und Clyde die Detective Vision anmacht und den Enterhaken Spam tut, zieht der Batman sich auch ohne das Gespräch dort hoch. Das ist jetzt nur ein kleiner Trick. Aber spart dann auch so 10, 15, vielleicht 20 Sekunden. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Genau, wo war stehen geblieben? Unterschied zur PC-Version. Beim PC gibt es so ein Maus-Scrolling. Damit dupliziert man bestimmte Riddler-Trophäen. Also man kann damit die Riddler-Trophäen, die grün hier, die wir hier sehen, duplizieren. Und kriegt dadurch deutlich, wir kriegen jetzt für eine 200 Punkte. Und man kann die so duplizieren, dass man 1500 Punkte dafür bekommt. Das geht aber mit Controller leider nicht. Deswegen muss man, wenn man auf Konsole Speedrun tut, deutlich mehr Update. Gut, also weil man die Update-Punkte braucht. Ah, das viele erklären verwirrt gerade ein bisschen. Also um die Update-Punkte zu bekommen, die wir brauchen. Genau, also man braucht die Trophäen nur insofern, weil die bringen ja XP-Punkte. Und damit können wir dann die Gadgets kaufen, die wir brauchen. Also Gadgets oder Fähigkeiten. Manche sind Gadgets, manche sind Fähigkeiten. Und man dupliziert die auf dem PC. Dadurch hat man es deutlich einfacher. Da muss man auch irgendwie bei der ganzen Datei was machen. Das funktioniert, wie gesagt, auf Konsole leider nicht. Deswegen kann ich da auf den Trick jetzt nicht so genau eingehen. Weil ich mich damit echt nicht beschäftigt habe, weil ich ja ein Konsolen-Runner bin. Deswegen müssen wir hier öfters mal zum Beispiel ein paar Zähne von dem Joker zerlegen. Dann später kommen noch irgendwelche Objekte, die wir scannen müssen von dem Riddler dazu. Wie zum Beispiel Wayne Enterprises oder ein Radio, wo dann eine Biografie zum Beispiel von Jack Ryder kommt oder so. Das macht man auf dem PC zum großen Teil alles nie, weil man eben, wie gesagt, die Riddler-Trophäen duplizieren kann. So, hier ist der schwerste Bosskampf im ganzen Spiel. Normalerweise müsste man hier normal gegen den kämpfen, man hat aber rausgefunden, dass wenn wir halb tot sind, der Bosskampf automatisch abbricht, weil der Titan dann den Herzinfarkt bekommt. Deswegen ist der Bosskampf auch auf schwer deutlich schneller als auf easy, weil die Energie deutlicher oder schneller nach unten geht. Problem an der Sache auf schwer ist nur manchmal aus irgendeinem Grund hält er sich quasi nie an seine Regel und schlägt trotzdem weiter auf uns ein. Obwohl wir in der Ecke, wir wollen ja eigentlich in die Ecke hier hinten rein. Dann ist es eigentlich relativ safe, drei Schläge und der Kampf ist vorbei. Aber wie gesagt, manchmal passiert es eben, das ist ein von 10 Ones oder so, genau das Combo Battle Rank brauchen wir. Ein von 10 Ones passiert das, dass der einen trotzdem K.O. schlägt. Oder tot schlägt vielmehr. Das ist dann einfach Pech, aber eigentlich ist die Strat relativ safe. Manchmal hat man auch Pech, man fliegt ein bisschen komisch und dann kommt er eben angerannt und dann macht er das angerannt und die drei Schläge und das ist eigentlich das, was uns dann umbringt, weil durch das Rennen verlieren wir mehr Gesundheit als jetzt durch einen einfachen Faustschlag. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben.
Ja, und zur genauen Speedrun-Strat gibt es jetzt in dem Punkt jetzt nicht so viel zu sagen, weil man spielt jetzt erstmal ein bisschen schnelleres Casual, bis man dann den Explosivgel oder das Explosivgel beim Batmobil hat. Hier ist es so, wir können den ausschalten, den ersten, und der andere reagiert eigentlich viel später erst. Mein Winkel war jetzt scheiße, deswegen hat er mich schon bemerkt gehabt. Wenn man nämlich die Ecke kurz nimmt, kann man den ersten niederschlagen und der mit der Keule reagiert. Die Combo Battle Ranks werden gleich ab ersten, sobald man die hat, sind die wichtig, weil dadurch können wir die Kämpfe schneller beenden. Das ist jetzt aufgrund so, oder generell der früheste Punkt, wo man das erste Gadget bekommen kann nach dem Titanen-Bosskampf oder den Fake-Bosskampf. Also die Story, ich fange jetzt einfach mal von vorne an, die Story ist so, der Batman hat einen Joker nach dem Kampf im Rathaus, wo er den Bürgermeister als Geisel genommen hat, nach Arkham geschafft. Im Laufe des Spiels stellt sich dann raus, dass der Joker sich mit Absicht gefangen nehmen lassen, was den Batman ja eigentlich in der Cutscene vorneweg schon komisch vorkommt, dass der Joker sich jetzt zu schnell ergeben hat. Hier ein kleiner Trick. Wenn wir die Kamera so zur Seite drehen, springt der Batman, ich weiß nicht gleich, wie der Trick genau heißt, auf jeden Fall, normalerweise würde das so funktionieren, der Batman springt rüber und müsste sich hochziehen. Wenn wir die Kamera aber so schräg zur Seite in den bestimmten Winkel drehen, springt der Batman einfach komplett rüber und der Trick hat so 3-4 Sekunden gespart. Also ja, im Laufe des Spiels erfährt man dann, dass der Joker sich mit Absicht gefangen nehmen lassen hat. Weil die Ärztin, der Dr. Young, hat ein Projekt, das Projekt hier Titan, eine Droge. Wer die Comics und so kennt, weiß, der Bane, derjenige, der den Batman auch schon den Rücken gebrochen hat, beziehungsweise, ja, den Rücken, ist hier eingesperrt und die hat ein bisschen an den Bane rumgedoktort und hat dabei ein Serum entwickelt. Das Venom ist eine Droge, die macht ihn super stark, aber eben auch ganz schön dumm. Und die hat eine Droge entwickelt, weil das Titan, beziehungsweise das Venom, ist so, man braucht immer wieder einen Vorratsbehälter. Das werden wir dann später im Kampf gegen den Bane auch sehen. Und das Titan braucht keine Vorratsbehälter, man nimmt das und ist dann eigentlich die ganze Zeit das Wutmonster. Und die hat das Titan entwickelt, wurde dabei von einem gewissen Jack White in der Story finanziert. Die findet dann raus, dass der Jack White, Überraschung, Überraschung, der Joker war. Und bricht dann das Projekt ab und daraufhin lässt der Joker sich ja einsperren, weil das ja eine Ärztin ist, die so illegal die Geschäfte oder die Experimente sind ja hier in der Anstalt gemacht hat. Lässt der Joker sich von dem Batman mit Absicht fangen, um an den Dr. Young und die Formel ranzukommen. Wir verfolgen jetzt den Gordon. Der Gordon, der Police Commissioner, wurde, während wir mit den Titanen gekämpft haben, von den Officer Bowles, der den Joker mit ihr hingeschafft hat, uns begleitet hat, niedergeschlagen, denn es stellt sich raus, dass der Bowles auf der Gehaltsliste von dem Joker steht. Dafür wird er jetzt auch gleich die Quittung bekommen, denn der Joker hat herausgefunden, dass der Batman über die Schnapsflasche von Bowles herausgefunden hat, wo der Bowles ist. Deswegen hat sich jetzt auch die Farbe von der Detektivsicht verändert, von Standardblau in das Lila, weil die jetzt auf die Alkoholspuren von den Frank Bowles sein Alkohol eingestellt ist. So, das ist jetzt einer der wenigen Predator Rooms, die wir machen müssen. Predator Rooms sind solche Jägerräume, die wir machen müssen, wo bewaffnete Feinde rumwuseln, sage ich jetzt mal, und uns töten wollen. Die Besonderheit bei Asylum, das wurde dann später auch bei City, Night, Origins abgeändert. Hier ist es so, wir haben frontal gegen die bewaffneten Schurken keine Chance. Bei City ist es so, wir haben frontal immer noch schlechte Karten, aber eine viel bessere Chance, vor allem auf kleineren Schwierigkeitsgraden. Man sieht schon, kurz angetippt und wir sind halb tot. Eigentlich wollte ich ein bisschen schnellere Route gehen, den mit dem Batarang
der jetzt hier unten steht, abfangen und dann auf den anderen runtergesprungen kommen. Aber manchmal ist es halt so, dass die komisch laufen und uns schon vorne weg sehen. Jein. Manche ja, aber die meisten werden wir entweder skippen oder dann komplett austricksen. Das ist zum Beispiel mit den Austricksen eine coole Mechanik, die man dann in No Major Skips macht. Weil man Zeug zum Beispiel hacken muss. Und das Spiel sagt oder geht davon aus, dass wir das hacken. Erst nachdem wir die Feinde erledigt haben. Aber das werden wir hier zum Beispiel nicht sehen. Dass man von außerhalb mit Engadget hacken tut. Sondern hier macht man die Predator Wombs, die geklärt werden müssen. Aber die meisten tun wir überspringen. Bei City hat dann der Entwickler dazugelernt, weil das Spiel auch so funktioniert, wenn keine Geisel da ist, können wir einfach, und wenn die gesehen werden, können wir einfach den Predator Womb quasi skippen. Das funktioniert dann zum Beispiel so, wir gehen durch Tür A, und wenn wir nicht gesehen werden, können wir durch Tür B gehen, weil es nie als in Kampf oder entdeckt zählt. Das funktioniert aber nur, wenn A nichts zum Hacken da ist in den Raum. Dann müssten wir das vorneweg erstmal hacken, aber wenn wir das hacken, merkt der PC bzw. der NPC die Feinde nicht, dass wir da sind, sofern wir nicht entdeckt wurden. Und die zweite Möglichkeit, wie man verhindern kann, dass das passiert seitens der Entwickler, ist eben eine Geisel, die dann hier umschwört. Dann sagt dann der Batman so, ich kann jetzt noch nicht gehen, ich muss jetzt erstmal Geisel XY retten. Bei City hat man zum Beispiel gelernt, da hat man in fast jeden Predator Womb, den man machen muss, irgendeine Geisel reingepackt. Wir werden die Mechanik mit den einfach den Jägerraum skippen ganz deutlich gegen Ende des Runs sehen, vor allem in die botanischen Gärten dann. Das sind eigentlich zwei Predator Wombs, die eigentlich casual auf schwer übelst Zeit fressen würden. Weil einfach die Umgebung so scheiße ist, wir haben keine Deckung groß, um die anzugreifen. Aber, wie wir dann später sehen werden, ich habe vergessen zu splitten, egal, mache ich dann einen kleinen Skip. Wie wir dann später sehen werden, wenn wir nicht entdeckt werden, können wir durch die Tür gehen und alles ist gut. Das ist die 360 Version, da funktioniert das ganz gut. Bei Return to Arkham ist das so. Wenn wir in Batarang, oder generell hier in den Spiel ist es so, wenn wir in Batarang werfen auf den Feind in der Jägerbegegnung, realisieren die Feinde nicht, dass wir da sind. Bei City ist es dann eher so, dass wir, wenn wir den werfen, wir werden nie entdeckt, aber die Feinde wissen, aha, oh, der eine ist jetzt umgeflogen, der Batman muss hier in den Raum sein. Das funktioniert hier ganz gut, weil wir dadurch nicht entdeckt werden. Hier haben wir jetzt gesehen. Ich habe jetzt Wayne Enterprises gescannt und dadurch ein paar Punkte von den Whittler bekommen. Lass mal schnell skippen. So, jetzt holen wir uns das zweite wichtige Update und das ist der Zwillings-Batarang. Das heißt, der Batman wirft automatisch immer zwei in der Combo. Es gibt da noch eine Steigerung und das ist der Dreifache. Den bekommen wir aber leider relativ spät erst im Speedrun, weil man noch andere Gadgets benötigt. So, und jetzt wird es kein richtig interessant. Weil jetzt bekommen wir das Explosiv-G, nachdem wir die Feinde hier erledigt haben. Ich habe zwar andere anvisiert, aber egal. Hier man sieht, man schleudert die schnell um. Wirft dann den Batarang und macht dann den Boden ausschalten. Wir kaufen uns dann noch ein Update, dass das Ganze länger anhält, aber nur wenn wir den Batarang werfen. Dadurch können wir eigentlich im perfekten Timing so einen ganzen Kampf machen, ohne irgendwie groß im Bedrängnis zu sein müssen. Okay. Also der erste große Skip kommt so in 2-3 Minuten. So, wir haben jetzt hier das Explosiv-G. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Normalerweise müssten wir jetzt wieder eine Spur, also Detektivarbeit machen, die Tabakpfeife von Gordon scannen, damit wir auf die nächste Spur kämen.
Aber das Spiel ist so programmiert, man muss manches scannen, wie zum Beispiel die Alkoholspur von den Bowles, aber zum Beispiel die Pfeife wiederum von den Gordon, nee. Genau, wir hatten beim Bowles storytechnisch die Spur verloren, weil der Joker den ja um die Ecke gebracht hat. Und der Batman hat herausgefunden, durch den Alarm, weil der Joker alle Männer dazu gebracht hat, zum Batmobil hinzugehen und dort einzuschlagen auf das Batmobil, dass dort ein bisschen Action quasi los ist. Wir sind hingegangen, haben die besiegt und dabei ist dem Batman aufgefallen, dass der Gordon einen Hinweis hinterlassen hat, nämlich die Pfeife, die er von der Oracle und seiner Tochter, der Barbara Gordon, bekommen hat. Und hat dann, kann man sagen, solche Brotkrümelspuren wie aus dem Märchen für den Batman hinterlassen, die wir eigentlich jetzt folgen müssten. Ich will, dass alle Ärzte zusammengezogen werden. Such das ganze Medizingebäude ab. So, das ist einer der wenigen Predator Rooms, die wir auch noch machen müssen, die Ärzte retten. Aber wir werden die Ärzte nur insofern retten, statt sie auch von die Ketten zu befreien. Werden wir ganz einfach nur den Raum säubern und dann kommt der erste Zip. Ich werde so kleiner mal drauf eingehen. Dieser Glitch funktioniert auf dem PC, auf der Xbox 360 und auf der PlayStation 3. Also kann man sagen, auf der originalen Version. Es gab dann noch ein Remake, das hieß dann Return to Arkham. Da funktioniert der Glitch auch, aber eben an der Stelle, nee, weil dort Out of Bounds ein bisschen was anders modelliert wurde. Beim Grafik drüberlegen, deswegen funktioniert der Zip an der Stelle nicht so gut oder überhaupt nicht. Ja, wir warten, bis der jetzt hier näher kommt, um den niederzuschlagen. So, wir rüsten jetzt das Explosivgel aus. Man braucht dafür erstmal eine bestimmte Speicherung. Und die wir haben wollen, ist, dass der Batman in die Richtung hier guckt. In die Knie geht und an der Ecke stehen bleibt. Dann wechselt man zum Explosivgel, hält das quasi gedrückt, dreht die Kamera so, dass man sich hochziehen kann und drückt dann gleichzeitig richtig schnell. Also für den hier, es gibt noch eine Version, die würde man dann auf der Return to Arkham Edition machen. Da macht man den Predator Womb nee und zippt sich von außen dort rein. Der Glitch ist aber A, sehr, sehr schwierig und zweitens, da der so schwierig ist, macht man lieber den Predator Womb mit, weil die Version ist deutlich einfacher und zeitlich nimmt sich das quasi nicht viel. Aber die Version ist einfacher, den Predator Womb schnell zu clearen. Und funktioniert auch auf jeden Schwierigkeitsgrad, wie man gesehen hat, weil ich bin ja hier auf schwer und lebe immer noch. Also wir setzen uns in die Position, rüsten das Explosivgel aus und drücken jetzt, nachdem die Kamera gut geschwenkt ist, dass der Batman sich hier hochzieht, Explosivgel anvisieren und Enterhaken zur gleichen Zeit. Und wenn das schnell gemacht ist, steht der Batman jetzt off. Und hält, ohne dass man irgendwas gedrückt hat, das Explosivgel in der Hand. Damit ist die Speicherung geglückt. Dann tippt man einmal ganz kurz nochmal LT an, damit der Batman das wegsteckt. So, und jetzt ist die Besonderheit, wie ich schon am Anfang angesagt habe. Das war jetzt nicht geplant. Wir müssen die Speicherung an bestimmten Punkten holen. Zum Beispiel würden wir jetzt an der Ecke hier stehen, würde der Batman eine andere Richtung einschlagen. Genau das gleiche geht hier, kann man sagen, egal in welche Ecke man geht, man braucht immer eine bestimmte Richtung. Und in dem Fall ist es die richtige Ausrichtung hier. Man stellt sich dann, das ist eigentlich dann egal, großzügig hier den ganzen Punkt hin. Hält LT gedrückt und während man LT mit Explosivgel ausgerüstet hat, drückt man einfach nach oben, dass der Batarang quasi gewechselt wird, hält dann weiter gedrückt und wenn das richtig gemacht ist, geht der Batman in die Knie und zieht sozusagen einen unsichtbaren Batarang
Und dann drückt man einfach auf RT zum Schießen und der Batman zippt sich übelst schnell. In dem Fall ist es jetzt nach rechts. Und dadurch sind wir hier out of bounds. Du dann den Glitch lösen mit einem einfachen Drück von A. Wie gesagt, bei Return to Arkham ist es so, man landet auch hier out of bounds. Kommt dann aber, weil aus irgendeinem Grund ist dann bei Return to Arkham hier noch eine wirkliche unsichtbare Mauer, wo wir dann nie rauskommen. Hier ist es der 360-Version, da geht das zum Glück und fliegt dann ein bisschen out of bounds zu einem Ladepunkt. Erstmal ein Stück nach unten. Der Ladepunkt ist die Öffnung, die man hier auch sieht. Ah, okay, gut, shit. Mein Winkel war ein bisschen zu hoch, da ist dann die Ebene. Also wenn hier die Öffnung ist und man zu steil nach unten, hat man entweder das Problem, dass man in die Ladezone nie reinkommt. Oder eben, wenn man von zu weit oben rankommt, hat man das Problem, dass manchmal, wenn man von oben rankommt, lädt die unsichtbare Decke nach und man kommt einfach nie in den Ladetrigger von der Katze hinein. Da muss man Kontrollpunkt laden machen. Ist er jetzt, aber weil man das eh erklären tut, jetzt nicht so wild. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Und da gibt es zwei Varianten, wie man das macht. Entweder man fliegt von ganz außen, ganz steil nach unten und zieht dann im richtigen Winkel nach oben. Und unterfliegt sozusagen die Ladezone der Decke. Oder aber, was deutlich riskanter dann ist, man fliegt geradeaus. Das kann ich jetzt keiner zeigen. Ja, ich hatte den Batarang vergessen zu werfen, aber egal. Damit er angelaufen kommt. Oder man lässt von ganz weit oben los. Und da man dann zu schnell nach unten fliegt, wenn man dann loslässt, lädt die Ebene nicht nach, da muss man aber dann wirklich im perfekten Moment loslassen, damit der Batman in die Ladezone hineinspringt. Das sind auch wieder Mechaniken, die dann bei den späteren Batman-Spielen einfacher geworden sind. Der ferngesteuerte Batarang und auch das Gleiten, die sind hier so richtig steif. Das geht dann bei den anderen Arkham-Games deutlich flüssiger und auch deutlich besser. Sozusagen, man fliegt hier ein Stück runter, schätzt das ungefähr ab und lässt dann los. Und dann fliegt man so schnell nach unten, dass die Ladezone eigentlich nie lädt. Mein Problem war jetzt, ich war jetzt hier an den Punkten ein Stück zu weit rechts. Weil man muss, kann man sagen, genau die Öffnung hier treffen, damit die Cutscene ausgelöst wird. Dass jetzt Predator Room wieder neu machen. Ich mach mal auf Durchschnitt. Obwohl der Durchschnitt ist relativ kurz auch. Es gibt auch noch eine kleine safere Variante. Ich glaube, da der Trick jetzt zweimal nicht so gut geklappt hat. Das ist aber auch durch das genaue Erklären. Weil man macht das sonst einfach und denkt gar nicht zu viel darüber nach. Eine einfache Variante gibt es auch noch, man macht den Predator Room, rettet die Geißeln und geht dann durch die eine Tür wieder raus, damit man einen Kontrollpunkt bekommt. Warten Sie hier, es ist noch nicht sicher. Ja. Ja, die erste Variante ist eigentlich relativ safe, wenn man von unten kommt. Wenn man das so ein bisschen Gefühl hat. Aber von oben loslassen, das ist schwierig, weil man die Kamera ja auch nie drehen kann. Der Batman gleitet so steif, man muss das einfach abschätzen. Zumal man ja out of bounds gar nichts sieht, wenn man die Detective Vision hier anhat. So sieht man wenigstens die groben Umrisse. Ich bin hier, Mike. Halte still. Ich befreie dich. Geht's dir gut? Ich mache jetzt mal die Safe-Variante, damit ich den Predator Room nie immer wieder neu machen muss. So, durch das Türgehen haben wir einen Kontrollpunkt bekommen. Ich kann das schon mal erklären. Man kann auch die Animation, wenn die Tür aufgeht, skippen und damit die Ebene laden und entladen. Dazu hält man
ganz kurz explosiv gehen mit LT gedrückt. Drückt dann gleichzeitig R, warte mal, was ist das genau? RB, das ist die Taste, damit der Batman sich auch hochzieht, und gleichzeitig A. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Frame Perfect ist, aber es kommt den Ganzen schon sehr nah. Und wenn das richtig gemacht ist, wird die Tür geladen. Und dann hält man, also kommt die Animation, aber der Batman kann sich während der Animation durch die Tür weiter bewegen und dann geht man ein Stück zurück, damit wir nicht doch durch die Tür gezogen werden und dadurch wird dann quasi die Ebene geladen. Und das gleiche kann man dann auch wieder machen, um die Ebene, wenn die entladen ist, wieder neu laden zu lassen. Genau, die Animation würde man skippen. Will Courtney? Na egal, später müssen wir den Trick ja eh machen, also kann ich das da auch in Ruhe erklären. Oder zeigen, wie das funktioniert. So, jetzt kommt erstmal der Skip. Und übrigens der Skip, damit skippt man. Wir haben jetzt hier die zwei Ärzte gerettet und dann gibt es noch drei weitere, die in der ganzen Arena verteilt sind. Kann ich ja auch mal ganz kurz zeigen. Die sind hier an drei Punkten verteilt, die wir retten müssen. Und der ganze Part, wenn man den jetzt machen würde, würde jetzt auf easy so 7 Minuten dauern. Auf schwer würde ich jetzt mal auf 8,5 Minuten tippen, die man mit denen zippt, wenn man den First Try klappt, sparen kann. Also lohnt sich da auch, wenn man den First Try hinbekommt, noch einen zweiten oder auch gar dritten Versuch. Ja, ich bin jetzt gerade zu tief. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir müssen wirklich, wenn wir in die Ladezone reinfliegen, so tief fliegen, dass wir die Decke laden. Und aber auch noch so hoch, dass wir auch wirklich genau das Kästchen quasi treffen. Deswegen bevorzuge ich eigentlich lieber die Variante von oben reinzufliegen. Ja, na sagen wir es mal so, wenn man dann einmal das Timing eigentlich auch gut raus hat, dann klappt das auch. Das Problem ist gerade, weil ich beim Erklären, dass bei die zwei Versionen das jetzt zweimal gefehlt habe und dann wird man quasi innerlich so ein bisschen unruhig und denkt dann quasi zu viel nach, statt das einfach zu machen. Gut, wir sind jetzt in die Ladezone, nein. Ich hatte jetzt Glück gehabt, die Ladezone dort in dem Moment laden, als man schon halb durch war. Deswegen sah das Ganze auch so komisch aus. Sah sehr gut, dass der Batman zur Hälfte oben und zur anderen Hälfte unten ist. Da man aber mit die Füße schon bei die Kästchen war, als das geladen hat, hat das trotzdem noch gezählt. Damit fliegen wir jetzt hier in die Ladezone, nein, Cutscene. Wenn man da in der komischen Ecke ist... Danke. Wenn man in der komischen Position ist, dass der Batman oben und unterhalb dieser unsichtbaren Decke ist, beziehungsweise die ist ja eigentlich nie unsichtbar, sondern das ist so ein Lüftungsschachtgitter, wo man dann casual, wenn man das normal machen würde, noch ein bisschen Zeug sammeln kann. Wenn das passiert, ist der Batman quasi an dem Punkt nicht steuerbar, dass der wirkt so, als wäre er an den Lüftungsgitter drinne. Das Gute daran ist aber, kostet jetzt nicht so viel Zeit, man macht einfach Kontrollpunkt laden, weil wir einen Kontrollpunkt bekommen haben nach der Cutscene. Beziehungsweise jetzt skippt man die Cutscene und kann sich dann wieder normal bewegen. Es ist zwar ein bisschen ärgerlich, wenn das passiert, aber immer noch besser, als wenn man daneben fliegt oder zu tief ist. Weil da müsste man komplett alles neu machen. So, und storytechnisch hätten wir jetzt die drei Ärzte gerettet. Einer darunter wäre auch der Dr. Young gewesen.
die dann eben auch gesagt hätte, dass der Batman in der Arkham Villa, beziehungsweise dass die in der Arkham Villa ihre Aufzeichnung über eben das Titan hat und dass die verhindern will, dass der Joker die findet. Da würde dann auch der Cash, der einarmige Bandit, mitgehen. Das ist ein Wärter, der wurde von dem Killer Croc, den sehen wir dann später auch, beim Fluchtversuch mal der Hand abgebissen. Das ist so ein riesen Krokodil, beziehungsweise den haben wir ja am Anfang schon gesehen, den Killer Croc. Und den hätte man auch mitgerettet und die zwei gehen in der Arkham Villa. Hier zur Erklärung, denkt der Batman, der Gordon wäre tot, ist er aber nie. Weil es kommen eine Cutscene. Es tut mir leid, Jim. Nicht die, die wir jetzt gesehen haben, sondern wenn wir den Fahrstuhl eigentlich betreten, was wir komplett geskippt haben. Dort zeigt es an, in der Cutscene, wie der Batman von den Gas erwischt wird und das ist ein Crane, sein Angstgas. Das haben wir jetzt komplett geskippt, aber trotzdem sind die Auswirkungen jetzt quasi da. So, wir holen uns jetzt für den Skip mit dem Crane die Speicherung hier an dieser Ecke. Wieder wie gewohnt. Ach, und wo wir uns rausgezippt haben bei den ersten großen Glitch, haben wir die lange Version gemacht. Die lange Version ist die, wo der Batman wirklich in die Knie geht. Die hier. Ja, das können wir bei den Stream am Samstag gerne machen. So. Jetzt gehen wir wieder durch die Tür und Überraschung. Wir sind wieder in der Leichenhalle. Weil, wie gesagt, der Batman hier gerade ein bisschen in seiner eigenen Welt ist, durch das Angstgas von dem Crane. Und hier ist es wichtig, wir sind jetzt quasi schon in den Scarecrow-Kampf. Denn wenn wir die drei Teile, also Leichensäcke, öffnen, beginnt dann der Bossfight gegen den Crane. Wir wollen den Kampf aber skippen. Wir haben die erste Speicherung vor Gordon seinen Tod geholt. Und das ist so, wir können jetzt keine Speicherung mehr holen. Das heißt, wir haben für den ganzen Skip und den Scarecrow nur einen Versuch. Der erste Scarecrow ist jetzt nicht so schwierig. Da würde ich jetzt mal sagen, dass man da skippt auf schwer so 2 Minuten, 2,5. Aber immerhin ist das schon ordentlich, weil wir einen kompletten Bosskampf skippen. Das Wichtigste ist, die Reihenfolge ist egal, solange man wirklich bei die ersten beiden hier ist die Reihenfolge egal. Wir wollen aber den, der einzeln steht, als letztes holen. Das hat den Grund, weil wir von dem Scarecrow, der ist nämlich immer beim dritten drinne, angefallen werden. Und wenn wir den Scarecrow hier als letztes holen, stehen wir perfekt in perfekten Ausrichtung, wenn wir den Controller und so nicht mehr bewegen, dass wir den Scarecrow komplett skippen können. Dafür machen wir nicht die lange Version, sondern wir machen die kurze Version. Bei der kurzen Version ist, wir drücken sehr schnell beim Auslösen, bevor der Batman in die Knie, die komplette Animation kommt, drückt man schon schnell auf die Feuerfunktion. Und desto schneller man drückt, desto mehr Geschwindigkeit quasi bekommt der Batman. Beziehungsweise desto eher wird er weggeschleudert oder weggezippt. Wie gesagt, der Glitch ist easy. Man darf eben jetzt nur nie eben Controller oder Maus, Tastatur, was auch immer bewegen. Genau, wenn das perfekt gemacht ist, landen wir hier an der Ecke und wir sehen jetzt quasi nichts mehr. Dann macht man die Schnellfeueraktion, den Batarang. Also bei den Zip ist es ja so, man holt die Speicherung mit dem Explosivgel, dass der Batman dann in die Knie geht und denkt, er wäre jetzt an der Ecke XY, in die Richtung, wo wir die Speicherung gemacht haben. Und wenn man dann in den Moment nach oben drückt oder beim PC die Taste dann, wo der Batarang draufgelegt ist, auf Konsole ist es nach oben hier, und dann in den Moment auf Abfeuern drückt, das ist RT des Batarangs, zippt der Batman sich komplett weg. Und wenn man das perfekt gemacht hat, ist man hier jetzt so halb Wand,
und dann auch wieder halb frei. Dann drückt man jetzt einfach nur zweimal antippen LT, damit der Batman den Zip nochmal nach oben bekommt. Und löst dann den Glitch, oder ja, den Glitch mit A und fliegt dann schön hier hin. Genau, die Speicherung, die wir uns dort geholt haben. Genau, normalerweise müssten wir hier und lang machen. Und dann würde hier in der Mitte ein riesen Scarecrow erscheinen, der so mit so einem Licht anzeigt, wohin er guckt. Und wenn wir als Batman in den Licht reinkommen, sind wir sofort RIP. Also das zählt dann sofort als One-Hit, als entdeckt und da sind wir tot. Das haben wir ja komplett geskippt, die ganze Arena, weil sonst hätten wir hier komplett hier unten landen müssen. Wie gesagt, der erste Scarecrow ist noch relativ einfach, da hat man jetzt so 2 Minuten gespart und aktiviert dann das Bat-Signal und damit ist dann die Phase beendet. Aber 2 Minuten ist eigentlich für so einen Bosskampf auch schon ordentlich, die man dann spart. Wie gesagt, das ist immer wieder der gleiche Zip, den wir machen. Aber es kommt drauf an, wie schon gesagt, Punkt A, wo wir stehen und Punkt B, in welche Richtung wir gucken. Weil wenn wir nie wirklich an exakt den Punkt, den wir für den Glitch oder für den Zip brauchen, stehen und auch nie in die Richtung gucken, dann schleudert es uns komplett woanders hin. Dann kann es auch manchmal passieren, dass wir außerhalb der Map so geportet werden, dass der Batman dann dadurch stirbt oder so. So, hier erfährt man dann, dass es nicht der Gordon war, sondern dass der Batman selber sagt, und Crane sein Gas muss mehr angegriffen haben, als er gedacht hat. So, man könnte jetzt die Speicherung hier an der Stelle von der anderen Seite nochmal holen, um so 2-3 Sekunden Fußweg beim auf dem Weg zum Bane hin sparen. Das mache ich aber nicht, weil ich lieber die Zähne haben will. Auf Easy mache ich das auch, aber auf Schwer will ich die lieber haben. Also den Zip, oh, das ist eine gute Frage. Also man macht den am laufenden Band auch immer wieder mal kleine Wege zu skippen. Hätten wir den die Speicherung gehabt, hätten wir können den Weg von hier hinter skippen. Wie gesagt, ich will aber lieber die Zähne haben, weil ich die Gadgets benötige. Weil ich auch hier zum Beispiel die Kotte und den Teddy von den Bane scanne. Das sind alles Punkte, wo man dann für die Erfahrungspunkte dann Update-Punkte bekommt. So, was ich jetzt gemacht habe, das waren 3 Handlanger. Normalerweise zählt das als im Kampf und wir hätten kämpfen müssen. Aber aus irgendeinem Grund kann man, wenn man die Feinde an der Stelle nie angreift, durch die Tür rennen. Das funktioniert aber nur an der Stelle, wenn wir im Kampf sind. Da hat Rocksteady, die keine Ahnung, sich irgendwie, keine Ahnung, schlampig oder so gearbeitet. Auf alle Fälle, sofern wir den Kampf nie eröffnen, können wir durch die Tür rennen. So, das ist jetzt ein Predator Room, den wir eigentlich machen müssten. Wenn wir entdeckt werden, tötet der Harley den Gordon. Der Bane hängt hier, den Bosskampf machen wir gleich. Es gibt hier 2 Wege. Der rechte Weg ist 10 Sekunden schneller, um den Raum zu skippen, aber auch deutlich gefährlicher, weil die Wache uns hier öfters mal entdecken kann. Da ich das jetzt erklärt habe, habe ich den perfekten Zyklus, wo die Zeit sowieso schon knapp bemessen ist, nie gepackt, aber das ist nicht weiter wild, weil wir können hier unten einfach auch lang gehen. Es ist jetzt 10 Sekunden langsamer, aber dafür 100% safe. So, man kann jetzt sich entscheiden, muss ich den Handlanger mit umnieten oder nee? Ich nieten jetzt mit um und hauen K.O. Einfach, weil die Punkte für jeden Handlanger bekommt man 50 Punkte. Bringt für den hier jetzt einen kleinen Time-Lost von vielleicht 3-4 Sekunden, wie die Animation geht. Aber auf den Run gesehen können manchmal 50 Punkte entscheiden, ob ich jetzt das Update an der Stelle schon bekomme oder eben nee.
So, jetzt haben wir den Gordon quasi gerettet. In der Cutscene wird der Bane losgemacht und der Bane ist quasi mit seinem Venom der quasi als Experiment für das Titan hinhalten musste. Der Bosskampf ist auf schwer relativ schwierig, weil wenn der Bane uns trifft, sagen wir es mal so, wir können uns 2 Treffer von dem Bane leisten, danach sind wir tot. Wir haben zwar einen Update-Punkt und das werde ich dann später auch sicherlich brauchen. Da funktioniert das so, wenn man die, ich kann es dir mal kurz zeigen, Panzerungsfähigkeit hier kaufen tut. Ja, halt zurück. Das ist das bei Asylum, ist das cool. Dann kriegen wir nicht nur ein Stück Gesundheitsbalken mehr, sondern wir bekommen auch die komplette Energie wieder. Das macht man dann oder benutzt man dann später in die Bosskämpfe, zum Beispiel gegen die Poison Ivy. Ich habe jetzt einen Update-Punkt, den brauche ich aber für später dann. Deswegen muss ich den Kampf quasi in einen Versuch packen. Der Bosskampf geht so, mit schnell Batarang, während der Bane auf uns zugerannt kommt. Jetzt habe ich kurz gedacht, ich wäre auf Easy. Kann ich Kleinneustart machen, weil auf Easy geht man nämlich auf den drauf und schlägt den K.O. Auf Schwer geht das nie. Ja, ich habe jetzt kurz gedacht, ich wäre auf Easy, weil da geht man hin und schlägt auf den einen. Das geht auf Schwer nie. So, was wir jetzt wollen, wir wollen immer nah an den Bane bleiben und nah quasi zwischen uns und den Bane und der Wand sein. Dadurch skippen wir, das wird auf Schwer, denke ich mal, ein oder zweimal passieren. Wenn wir nämlich zu weit weg sind, wechselt der Bane sich zwischen Rennen und eine Animation ab, wo er dann ein Stück von der Wand abreißen tut und auf uns schleudert. So, das war jetzt die Aufwärmübung. Jetzt kommt noch ein paar Handlanger dazu. Die Animation ist jetzt nie gefährlich, aber in der Phase können wir den Bane eben nie angreifen. Deswegen will man die überspringen. Die Handlanger werden wir jetzt benutzen, um... ja, war klar. Manchmal macht das trotzdem ein Stück Felsen oder ja Wand rausreißen oder auf uns werfen. Wir werden jetzt den Bane immer ein bisschen Mikro-Damage zufügen, indem wir einen Kampf mit die Handlanger machen, einen Schlag machen und dann den Schnellfeuer-Batarang wieder abfeuern. Dadurch bekommt der Bane ein bisschen Schaden, das ist jetzt für die Phase nicht so interessant. Aber für die letzte Phase kann es entscheiden, ob wir den Bane one-cyclen können oder eben nicht. Weil durch den Mikroschaden können wir nämlich verhindern, dass der Bane sich nämlich wieder aufputscht und in der letzten Phase wieder neue Energie bekommt. Es ist nicht viel, was er da bekommt, aber da zieht sich der Kampf dann auch nochmal einen guten Zyklus länger hin. Weil die Bossgegner kriegen auch nur Schaden in der Schnellfeueraktion. Weil die Handlanger kann man eigentlich getrost ignorieren. Wir wollen aber, wie gesagt, gegen die Handlanger kämpfen, damit der Batarang als kritischer Treffer abgefeuert wird, weil das genau macht nämlich dieser Modus, dass die Combo weitergeht. Das ist dann nämlich so ein kritischer Treffer. Dadurch bekommt Titan oder auch jetzt in dem Fall der Bane ein bisschen Mikroschaden. Und wir haben den Bane jetzt quasi damit one-cycled, dass er sich hier wieder aufputscht. Schwierig ist, man kann in der Phase, wenn der Bane besiegt ist, wenn man Pech hat, noch von die Handlanger getroffen und dann doch noch getötet werden. So, hier kommt jetzt eine coole Cutscene, die man aber leider in Speedrun skippen tut. Das ist so die Lieblingscutscene von mir in dem ganzen Game. Der Bane nimmt den Batman wieder hoch. Das Ganze ist dann, wäre dann hier drüben an der Ecke gewesen und wird den Batman quasi wieder den Rücken brechen, wie er es in den Comics bei seinen ersten Auftauchen schon gemacht hat. Der Batman hat aber als schlauer Fuchs oder schlaue Fledermaus vielmehr das Batmobil schon gerufen. Das Batmobil, was wir am Anfang gesehen haben, wo wir das Explosivgel leer haben.
und springt dann weg. Und als der Bane dann sagt, ich zerbreche dich, Batman, und der Batman dann, nein, Bane, diesmal zerbreche ich dich, und niedet eine Bane mit einem Batmobil um. Der Nachteil ist eben, der Bane und das Batmobil landen alle beide hier in den Gotham River. Aber der Bane ist nicht tot. Der ist im Nachfolgerspiel dabei. Und wenn wir Glück haben, sehen wir den am Ende von den ganzen One, nehme ich auch. So, jetzt holen wir uns wieder hier einen kleinen an der Ecke hier, den Zip. Hier kann ich jetzt noch zeigen, weil der Winkel für den Zip ist richtig schwierig. Man orientiert sich an den Pfosten hier. Machen die Schnellfeuerfunktion und wenn alles perfekt geklappt hat, haben wir den kompletten Weg geskippt. Von hier hinten haben wir uns hier hochgezippt. Und zur Erklärung noch, wenn wir den Zip ausführen, kann man die Speicherung gleich wieder machen, indem wir die Tasten wiederholen. Das muss alles, wie gesagt, jetzt nicht Frame Perfect sein, aber das kommt dem Ganzen schon sehr nah. Dann können wir das nämlich wieder auslösen, indem wir jetzt einfach nur B oder A drücken. Könnte der Batman sich zwar wieder bewegen, aber kann die Speicherung nie wieder machen, ohne dass man die sich an einer anderen Ecke neu holt. Zu der Erklärung, wenn wir die Speicherung für den Zip machen, können wir kein Schnellfeuer-Batarang mehr werfen. Wenn wir nämlich drauf drücken würden, sieht man, der Batman holt hier das Explosiv, geht ein Stück raus, aber packt es wieder weg. Bei City ist es schwieriger, man kann dann die Schnellfeuerfunktion machen. Aber wenn wir die bei City machen würden, weil die Speicherung ja dort ähnlich funktioniert, ist dann der Glitch quasi gelöst. Hier ist der Glitch quasi ein bisschen stabiler. Den kann man jetzt nur lösen, nachdem man den einmal gemacht hat. Wenn wir den eben auslösen und dann B drücken oder wenn wir jetzt stehen bleiben würden und nach oben und dann B drücken, da wäre dann quasi der Glitch gelöst. Dann können wir jetzt auch wieder hier den Schnellfeuer-Batarang werfen. So, es gibt jetzt zwei Varianten, wie ich den One weiterführen könnte. Die Standardtaktik von mir persönlich ist jetzt die Batcave zu machen. Es gibt noch einen Trick, der ist jetzt nicht so neu, der ist schon 2 Jahre alt, aber weil ich eine längere Zeit dann andere Speedruns gemacht hatte, ist der neu gewesen, kurz bevor ich dann mit Asylum eine Pause gemacht habe und dann lieber City und so weiter gemacht habe. Deswegen sage ich immer, der Glitch ist neu. Zum Beispiel auch, wenn wir den jetzt machen durch A. Zum Beispiel jetzt durch A oder X, quasi jede Aktion, die auf die 4 Tasten gelegt ist, Condor, das Cape, Springen oder eben Schlagen, damit kann man den lösen. Wie gesagt, bei City ist es schwieriger, den Glitch zu lösen, weil da reicht schon ein Tippen auf schnell Batarang und der wird komplett gelöst. Also ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, deswegen nenne ich den Glitch immer relativ neu, weil ich den noch gar nicht so beherrscht habe. Damit skippt man jetzt die Batcave. Das sind so 5, 6 Minuten, die man dadurch nochmal spart. Genau. Das Problem ist nur, da gibt es dann eine andere Version von dem Zip, die man an der Stelle nur einmalig benutzt. Ich kann es aber mal ganz kurz zeigen. Ach, oder ich mach den Glitch jetzt einfach mal. Weil es ja jetzt eh kein legitimer Speedrun, weil dafür ist die Zeit schon zu hoch. Wir holen die Speicherung hier an dieser Ecke. Und der Glitch geht auch, wie wir in der Arkham Villa reinkommen, nur an der Ecke. Weil das Besondere ist, okay, gut, dann mache ich weiter. Also wir holen den Glitch an dieser Ecke hier. Weil das Besondere ist, wir können jetzt einmal nach links drücken und der Batman dreht sich jetzt wieder nach rechts, weil das ist die Ausgangsposition, die wir brauchen. Und wenn wir jetzt die Speicherung machen und dann die Richtung von dem Batman
sei es jetzt durch Drücken, wenn wir den Glitch machen, nach links, rechts, oben oder unten, wechselt der Batman automatisch die Position, wo er im Flug dann ist. Und das machen wir uns an in der Arkham Villa so zunutze, dass, wenn wir das im richtigen Moment machen, der Batman quasi, wie sagt man zum Beispiel beim Flash, durch den Boden phasen tut. Also der hat in dem Moment, wenn wir das im richtigen Moment machen, keine Kollision mit dem Fußboden. Deswegen kann man da in der Arkham Villa einen coolen Skip machen und die Batcave skippen, das spart so 6-7 Minuten. Problem an der ganzen Sache ist, deswegen habe ich das in meinen Speedruns noch nicht so verbaut. Der Glitch ist wirklich, weil das sind mehrere kleine, die man auch machen muss. Die Zeitersparnis ist relativ groß. Auf dem PC ist die natürlich noch größer als auf Konsole. Ja, Zeitersparnis ist auf einer Seite schon da, aber der Time Lost ist viel größer. Weil wenn wir den Glitch nie first try hinbekommen, müssen wir durch die halbe Arkham, also durchs halbe Arkham marschieren, um die Speicherung wieder neu zu kriegen. Und das macht's alles ein bisschen uninteressant, solange ich das jetzt noch nicht perfekt beherrsche. Aber das ist jetzt eh nur eine Probe, da werde ich es mal probieren. Hier ist es gut, wenn wir hier an den Punkt stehen und die Schnellfunktion ausführen, zippt der Batman sich nach oben und wir können ein Stück quasi fliegen. Wenn wir dann in der Luft den Glitch lösen würden, wir brauchen aber die Speicherung, deswegen machen wir das nie, sondern wir zippen uns quasi hoch auf den Aussichtsturm. Holen die Speicherung wieder. Das Schwierige bei solchen Tricks, wo man den Zip mehrmals benutzen müssen, ist der Punkt. Wir sind jetzt hier gelandet. Und wenn wir den Zip nie first try speichern können, kann es passieren, das habe ich auch schon gehabt, dass wir einfach nochmal weggezippt werden. Weil den Zip, wenn man dann einmal die Speicherung hat und der Batman in die Knie geht, lässt sich durch einmal antippen schon von LT ausführen. Und wenn man die Speicherung, dass der Batman sich nicht bewegt, nie first try hinbekommt, zippt man irgendwo anders wieder hin. Und wenn man Pech hat, zippt man dann quasi out of bounds und muss komplett Neustart machen. So, eigentlich müssten wir jetzt hier in die Batcave gehen. Das ist jetzt nicht die Batcave, die unter Wayne Manor ist, sondern so eine Art zweites Hauptquartier. Oder eins von vielen Hauptquartiere, die er unter Arkham errichtet hat. Die hat er ja in ganz Gotham oder weltweit immer wieder solche Safe Houses. Und die hat er eben eine zweite Mini-Batcave unter Arkham Island. Dadurch haben wir nämlich auch einen Großteil der Story ein bestimmtes Gadget, nämlich nie. Und das ist die Batclaw. Das ist so ein Greifhaken, mit dem wir uns hochziehen. Aber ein Aufsatz, damit könnte man hier die Schachtgitter von unten runterziehen. Problem ist, wenn wir in die Batcave gehen, haben wir das nie. Also, wie kommen wir anders in der Arkham Villa rein? Ganz einfach, wir zippen uns dort rein. Bei den Glitches ist es auch noch zu erklären. Man kann eigentlich schon in der Arkham Villa, nachdem man das Explosivgel hat. Aber man braucht ein paar Story-Trigger. Das ist in dem Fall entweder der Bane oder der Scarecrow. So genau weiß man das nie. Weil man, wenn man einen Scarecrow macht, kommt man, ohne dass man den Bane gemacht hat, an den Punkt nie wieder raus. Oder nur sehr schwer wieder raus. Weswegen es einfacher ist, eine Bane hinterher zu setzen. Daher kann man nie genau sagen, ob jetzt der Story-Trigger der Bane oder der Scarecrow ist. Aber einer von beiden oder vielleicht sogar beide sind's. Weil wenn wir jetzt das Explosivgel haben und sofort hier uns reinzippen würden, dann wäre zwar die Ebene alles geladen, aber die Story würde nämlich nie weitergehen. So, das ist schon mal der erste schwierige Zip, den wir brauchen. Wir zippen uns, wenn alles gut klappt, hier durch die Wand durch und sind dann gleich in der Arkham Villa drinne. Das Schwierige ist, man muss hier wirklich perfekt stehen, im perfekten Winkel und braucht auch genug Geschwindigkeit.
Bei Asylum wandt man das Spiel übrigens auf 30 Bilder, weil auf 60 Bildern ist es mit dem Zip deutlich schwieriger, den Glitch zu machen. Genau, jetzt habe ich den die First Try hinbekommen und wurde noch ein Stück weiter gezippt. Das hatte ich jetzt noch in Grenzen gehalten, der zweite Zip. Hätte ich nochmal versagt bei den Zip-Speicherungen, dann wäre ich so weit weggeflogen, dass ich ohne den Glitch komplett lösen hier weitergekommen wäre. Und das hier Nein-Zippen, das ist noch die einfachere Variante des Glitches. Oh, die hat sogar geklappt. Nice. So, jetzt kommt das Schwierige, wo wir uns auch drehen müssen. Wir stellen uns hier zwischen die zwei Kisten hin, mit dem Gesicht aber hier in die Ecke rein. Lösen den Glitch wieder aus, feuern den ab und während der Batman, weil er bei der Version oder an der Stelle eine extreme Geschwindigkeit bekommt, sondern wir bekommen ein Stück Geschwindigkeit, aber wir fallen auch ein ganzes Stück nach unten. Und in dem Moment, wie gesagt, wechselt man die Richtung. Am einfachsten geht es das, wenn man einmal kurz runter drückt und wieder nach oben. Und den richtigen Moment quasi ist der Boden in dem Moment nicht mehr aktiv. Und dann muss man schnell Pause drücken, damit dann die Ebene unten drunter neu geladen wird. Weil sonst passiert das, dass der Batman weiter ins Unendliche fliegt und der Glitch dadurch versaut ist. Na okay, ich habe jetzt zu früh Pause gedrückt. Manchmal klappt es, wenn man zwei oder dreimal kurz hintereinander Pause drückt, dass man den richtigen Moment besser abpassen kann. Genau. Jetzt hat man gesehen, alles wurde kurz weiß und das bedeutet, dass die Ebene nachgeladen hat. Ich könnte jetzt aber eventuell Pech haben, weil die mich gesehen haben, dass das als ein Kampf zählt. Und hier bei der Version ist es schwierig, wenn wir zu spät drücken, landen wir, also fliegen wir weiter. Drücken wir zu früh, ist dann noch eine unsichtbare Decke, wo wir nicht drüber kommen. Und was auch passieren kann, wenn wir zu spät drücken, dass wir, oder zu früh, dass wir dann so halb-halb, wie wir das schon hatten, zwischen unsichtbarer Wand und dann doch wieder nee, irgendwo dazwischen hängen und uns dann auch nicht mehr bewegen können. So, jetzt gehen wir durch die Tür. Ich hoffe, dass das geht, weil wir sind ja eigentlich entdeckt worden. Oh, es geht. Cool. So, jetzt haben wir einen Kontrollpunkt gekriegt. Das Problem ist, wir können jetzt nur noch fallen. Wir können keine Pause, nichts mehr drücken. Also wir könnten Batman mit Fliegen und Gadgets und so alles schick können wir machen. Aber jetzt zum Beispiel Kontrollpunkt laden macht Money. Deswegen ist der Trick auch auf Konsole deutlich langsamer. Ja, das wäre ein Softlock. Man müsste dann einen Kontrollpunkt laden machen und hätte dann einen Kontrollpunkt im besten Fall nach dem ersten Zip, aber müsste dann wieder zurückgehen. Man könnte zwar dann das Gitter aufmachen, müsste aber dann wieder dorthin zurücklatschen, wo man die Speicherung geholt hat in die Doppelrichtung. Und das ist so krass, was man da an Zeit verliert. So, ich habe jetzt das Spiel zugemacht. Das geht dann in One deutlich schneller. Weil entweder fallen wir jetzt eine Minute 30, bis dann das Spiel irgendwann sagt, ja hey, irgendwann ist gut, du bist jetzt tot, damit man Kontrollpunkt laden machen kann. Oder aber man schließt das Spiel.
Auf Konsole ist es deutlich langsamer, weil dann auch erstmal das Xbox-Menü lädt und so. Auf dem PC lädt das alles viel schneller. Deswegen ist es einfacher, oder was heißt einfacher, aber schneller, das auf dem PC zu machen. Auf Konsole muss man sich entscheiden, warte ich jetzt oder lasse ich die langen Ladezeiten. Unterm Strich nimmt sich das aber alles nie viel. Deswegen, wenn man den Glitch macht, will man eigentlich auch dann den Speicherpunkt gleich ganz oben haben, damit man einfach immer nur schnell A spammen kann. Weil dadurch lädt jetzt die Ebene nach. Entweder dann durch den Tod, was so eine Minute 30 dauert. Sind wir jetzt hier und jetzt müssen wir einfach schnell die beiden Sticks übelst hin und her drehen für Kamera und Bewegung, damit die Ebene nachlädt. Okay, gut, die hat schon. Ja, okay, die hat jetzt übelst krass nachgeladen. Könnte aber sein, dass die jetzt so krass nachgeladen hat, weil ich lange noch im Menü gewartet habe. Weil normalerweise, wenn man das richtig schnell spammt, ist die Ebene noch komplett ungeladen. Und man muss schnell so hin und her drücken, damit dann die Bilder nachgeladen werden. Das könnte jetzt sein, dass das in dem Fall, weil ich lange im Menü war, nicht der Fall war. Den Kampf machen wir natürlich nie. Jetzt kommt der zweite Scarecrow-Skip. Und der spart deutlich mehr. Damit skippen wir jetzt so gut 80, 90% der ganzen Arkham Villa. Was so locker, weil auch Predator Rooms im Bosskampf und auch ein langsames Gelaufe mit dabei sind. Also so 10 Minuten skippt man da wirklich. Mit dem einzigen Trick hier. Mal wieder ein Update geholt, weil wir das später brauchen können. Genau, deswegen wollte ich nämlich gegen den Bane die Heilung nie machen. Weil ich habe an dem Punkt, trotz dass ich viele Zähne zerstört habe, nur ein einziges Update, ein Update-Punkt zur Verfügung. Und den will ich auf den fern. Wo ist er? Genau hier, den ferngesteuerten Batarang. Das ist ein Batarang, den können wir zum gewissen Punkt steuern. Hier ist die Steuerung mit den Träge und der kann jetzt nicht so krass um die Ecke fliegen, wie jetzt zum Beispiel bei CD. Nee, damit mache ich keinen Zip, ich mache was anderes, also bin ich ja gerade dabei zu erklären. Mit denen kann man jetzt nicht so krass hin und her fliegen. Bei Knight ist es zum Beispiel so krass, man kann sogar gegen Wände fliegen und der kann dann trotzdem die Richtung um 360 Grad komplett, also hier um 180 Grad drehen und wenden. Das geht hier leider nicht. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Der ist äußerst träge, der gute Batarang hier. Man kann ein Stück steuern, aber das ist träge. Das ist beim Bogenfliegen schon alles. Aber den brauchen wir jetzt. Weil eigentlich ist es so gedacht, wir müssten jetzt einen Cache retten. Der sagt uns dann, wo der. Ach so, du warst doch davor. Ach so, meinst du, wo wir durch den Boden sind? Ja, da zippen wir uns und drehen uns im richtigen Moment. Und dadurch quasi ist der Boden nie existent in dem Moment. Also, wir sind jetzt hier. Normal, wie gesagt, storytechnisch ist es so, da. Der Crane, der hat uns in der Mitte der Arkham Villa wieder vergiftet. Erstmal hätten wir den Cash retten müssen, dann hätten wir den Dr. Young ihre Formel bzw. Fingerabdrücke scannen müssen. Und den ganzen Part skippen wir, weil wir mit dem zweiten Scarecrow gemacht haben, sind wir komplett hier oben und müssen dann die Glocke runterschießen, die uns den Weg frei macht. Genau. Und was wir jetzt hier machen, aus irgendeinem Grund ist hier eine kleine Lücke. Aber anvisieren ist blöd, weil dadurch der Winkel verkehrt gesetzt wird. Weil hier, wenn wir den Batarang hier hinwerfen, ist alles komplett unsichtbar. Eine Decke, Boden, wie auch immer. Je nachdem, von was man guckt. Ist es von oben, ist es ein Boden. Guckt man von unten, ist es die Decke. Und es gibt einen perfekten Punkt. Das ist hier ungefähr. Da wirft man erstmal einen normalen Batarang.
Da gibt es dann auch zwei Varianten. Einmal eine normale. Das wäre dann RT. Ist es RT? Ja, RT. Oder eben RB. Bei RBs ist es so eine Art Kameraflug. Wir sehen quasi, wie der Batarang fliegt. Und wenn der hier oben durch die kleine Öffnung, die keine Kollision und nix hat, durchmacht, ist der perfekte Winkel, den wir haben wollen, dass der Batarang hier oben dagegen knallt. Jetzt nehmen wir den ferngesteuerten, schießen den hier durch und erledigen das Seil von hier unten aus. Problem an der ganzen Sache ist, Punkt A, wenn wir verfehlen, müssen wir erstmal hier die paar Sekunden warten, bis die Anzeige wieder voll geladen ist, damit wir den nächsten werfen können. Das große Hauptproblem ist aber, man trifft manchmal, da man das aber von hier unten nicht macht, hat das Seil manchmal keine Kollision. Das heißt, es ist auch ein bisschen mit Glück, wenn man trifft, dass das quasi als angenommen zählt. Hier kann man auch schon mal ein paar Minuten liegen lassen, wenn man entweder Probleme hat zu treffen oder man hat so ein großes Pech, dass man mehrmals trifft, aber der Batarang irgendwie nie angenommen wird. Ich meine, gut, ich habe jetzt gerade Pech und treffe nie. Aber das ist auch schon mal passiert, dass ich 4, 5 oder auch mehrmals hintereinander immer wieder getroffen habe, aber das Seil in dem Moment einfach keine Kollision hat. Wie hier in dem Fall. Perfekt ist der Batarang, der ferngesteuerte, durchgegangen. Aber das Seil hat in dem Moment keine Kollision. Dadurch kommt die Cutscene, wo die Glocke nach unten fällt und den Weg frei macht auch nie. Aber ich sag mal so, auch wenn man hier 3, 4 oder 5 Minuten dranhängt an den Trick, weil man locker 10 Minuten sparen tut, lohnt sich das auch, wenn man das nie first try hinbekommt. Es gibt noch eine andere Version, wie wir das auch machen können. Wir wären am Anfang nie durch die, wo die Ebene noch ungeladen war, wo alles schwarz war, nie durch die erste Tür gegangen, sondern durch die zweite. Hätten den Sass gemacht und wären dann hier rausgekommen. Dann ist die Glocke nicht da. Aber man muss dann den Batarang von ganz unten ferngesteuert durch ein Lasergitter und hier hochsteuern. Das ist auch nicht gerade angenehm. Hier, ich habe jetzt das Pech, dass man eigentlich das Seil trifft, aber die Kollision nicht da ist. Das kann man aber auch nicht beeinflussen. Oh, Halleluja. Jetzt war die Kollision da. Genau, und das hat jetzt den Weg frei gemacht. Und das war das einzige Mal, wofür wir den ferngesteuerten Batarang brauchen. Genau, von hier unten kann man die Version nämlich auch noch machen. Da macht man die Variante, also die Version, funktioniert so, wir machen den kleinen Part, der jetzt kommt, zuerst und kommt dann hier wieder raus und dann wäre hier das Lasergitter und man müsste dann den Batarang durch das Lasergitter komplett hier oben durchschießen. Die Glocke wäre zwar nicht da, nur noch das Seil. Und wenn wir dann das Seil perfekt treffen würden, würde dann die Cutscene getriggert werden, wo die Glocke nach unten fällt. Da müsste man das so ungefähr, würde das dann aussehen. So, was ich jetzt hier mache, ich stupse den Feind einfach mal ganz kurz mit dem Batarang an. Dadurch wird eine kleine Erklärung geskippt, wo man eben sieht, dass der jetzt Elektroknüppel die Handlanger haben und wie man die besiegt. Da sagt dann der Batman, ich muss hinter den gelangen und den von hinten niederdreschen. Das tut man dann einfach damit skippen. Hier kommt ein Abschnitt, der lange Zeit ein bisschen ekelhaft war, weil wir den Sass erledigen müssen. Und das ist komplett RNG, wann er den Kopf dreht. Jetzt war das ein guter Versuch. Es kann aber auch mal sein,
dass der den Kopf erst übel spät dreht. Das gab's auch schon, dass der den Kopf erst nach 40 oder 50 Sekunden gedreht hat. Was man da im Speedrun macht, es gibt zwei Varianten. Entweder den ferngesteuerten Batarang zu werfen oder man wirft den normalen, zielt auf die Hand. Und wenn man die Hand trifft, zählt das auch als, ja Gott, man hätte den am Kopf getroffen. Treffen wir aber den Dr. Yang, weil er sich in dem Moment quasi dann nach links oder rechts dreht, ist dann da das Problem, dass wenn er die Dr. Yang trifft, also man den Dr. Yang trifft, die Ärztin, die quasi das Titan, was der Joker haben will, entwickelt hat, das ist die gute Dame hier, dann killt er selbst die. Jetzt wieder die Taktik mit den Schnell-Batarang und Boden ausschalten. Die Zeit, die wir kurz warten müssen, nutzen wir sinnvoll, indem wir wieder zwei Rätsel für den Riddler machen. Ich habe bisher alle Rätsel gelöst. Genau, und der ganze Part mit der Dr. Yang würde nie kommen, wenn man nicht eine Crane, also den Scarecrow, den ersten gemacht hätte, oder eben den Bane, dann käme man zwar hier rein, aber der Raum wäre komplett ungeladen, weil die Feinde oder auch die Animation mit den Sass und Sony da ist. Jetzt holen wir uns wieder an hier, an den Punkt die Speicherung. Ja, und das war schon der Arkham Villa. Ja, der Mann können sich auch zippen, wenn man durch die Tür kommt, und hätte da ein bisschen Fußweg sparen können. Ich laufe hier aber auf schwer lieber, weil ich die Update-Punkte brauche. Ja, okay, der Winkel war jetzt kacke. Wäre man perfekt, dann wäre man hier ungefähr rausgekommen, nach dem Zip. Ich mache viele kleinere Zips auf schwer, wie ich schon gesagt, nee, weil ich unbedingt die Update-Punkte benötige. Hier sehen wir wieder die Dynamik, eigentlich so eine Art Jägerraum, aber wir fliegen jetzt über den ihre Köpfe drüber und die sehen uns nie, also können wir durch die Tür gehen. Na gut, geskippt. Wir benutzen den Zip jetzt wieder, die schnelle Variante, nachdem wir durch die Tür gekommen sind, um wieder ein Stück Fußweg zu sparen. Das sind immer nur Kleinigkeiten, wo man den Zip oftmals auch benutzt, um einfach ein Stück Laufen zu sparen. Okay, mach das. Ja, ja, hau ruhig raus. So, hier skippen wir auch. Das ist so ein kleiner Minikampf wieder. Indem wir einfach hier an die vorbeifliegen. Wir werden zwar entdeckt. Oder wenn wir entdeckt werden, drehen wir uns einfach mal ganz kurz und dann geht die Tür trotzdem auf. So, die Speicherung, die wir uns bei der Dr. Yang ihren Tod geholt haben, die benutzen wir jetzt nur an einer Stelle. Wir stellen uns nämlich gleich an zwei Felsen oder zwischen zwei Felsen hin. Genau hier an den Punkt. Macht dann wieder die schnellere Version, damit wir an Höhe bekommen und versuchen dann über die Köpfe der Feinde hinweg zu gleiten. Das ist manchmal auch, man fliegt immer gleich, aber manchmal sehen sie einen, manchmal nicht. Wenn sie uns nicht sehen, wie jetzt in dem Fall, können wir wieder durch die Tür gehen.
Ja, ich habe weniger Update-Punkte, als ich eigentlich gerne hätte, weil ich eben die Batcave ein bisschen was Kleineres übersprungen habe und dadurch locker jetzt ein komplettes Update nie habe, aber egal. Was ich mir jetzt gekauft habe, das ist, dass wenn wir den Batarang werfen im Kampf oder auch generell, dass die Feinde einfach ein bisschen länger liegen bleiben. Genau, die Kampfunfähigkeit wird erhöht. Die wird quasi fast um das Doppelte erhöht. Und das macht es im Kampf deutlich angenehmer. Noch vor den Dreifachen kaufen sich im Kampf lieber, dass die länger unten liegen bleiben. Weil was nützt uns das, wenn wir Dreie umnieten, aber die sofort wieder aufstehen, der lieber Zweie und dafür länger. Jetzt holen wir uns die Speicherung wieder bei den Spind hier an dieser Ecke. Dadurch können wir nämlich auch gleich wieder ein bisschen Fußweg skippen. Wir wechseln, weil wir die Zähne haben wollen, zum Zweifachen, weil den Zweifachen können wir abfeuern, ohne dass der Glitch gelöst wird oder der Batman in die Hocke geht. Hier jetzt zweimal kurz antippen. Glitch gespeichert und wir haben jetzt wieder so gut 15 Sekunden Fußweg. Circa rund gespart. Jetzt skippen wir eine Cutscene. Was heißt skippen, ist nicht ganz richtig. Wir zippen uns hier nur wieder hinter die Zelle, weil wenn wir zurückkommen, wird die Cutscene automatisch getriggert. Das sieht der Ivy dann nur ein bisschen verschroben aus. Da hängen dann die Haare hier ungefähr und der Ivy, ihr Kopf ist woanders. Aber wir haben das nur gemacht, einfach damit wir den Weg hier nie auslaufen müssen. Wie gesagt, das macht man immer mal wieder an ein paar Punkten, ne? Um Zeit zu sparen. Ich bin hier oben. Leicht, Jetzt haben wir laut Story den Anstaltsleiter Quincy Sharp gerettet. Das Protokoll, den Typen hasse ich wie die Pest. Der dann ab Arkham City Bürgermeister von Gotham wird. Und sagen wir mal, der Batman rettet ihn immer und immer wieder, aber trotzdem tut er dem Batman quasi nichts Gutes. Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Genau, das ist jetzt also hier das der kryptografische Sequenzer oder auch Distanz-Hacking-Gerät. Und damit würde man, wenn das jetzt No Majors gibt, wäre viele Predator Rooms, wo wir hacken müssen, komplett quasi ignorieren. Das macht man aber bei Any Percent nie, weil wir da komplett sowieso glitchen. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Aber einfach erklärt, wenn das jetzt hier ein Predator Room wäre, ein Gerät wäre da, geht man an den Punkt, an den bestimmten Punkt, wo die Feinde uns nicht sehen. Aber noch so nah und richtiger Winkel auf das Gerät drauf ist, dass man einfach von da aus hacken könnte. Bei City hat dann der Entwickler das schlau gemacht und hat dann so eine Blende dorthin gemacht, dass man wirklich nur von geradeaus davor hacken kann. Jetzt kommen die bisschen so Hassgegner mit in den Spiel. Hier sind jetzt keine Mini-Bosse oder so. Das sind solche Verrückten, wenn die den Batman anspringen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und man das nicht klein mitkriegt, dann kann es passieren, dass einer von denen uns sofort töten kann, weil die würgen einen und man muss immer wieder A spammen. Und wenn man das nicht klein mitbekommt, kann es passieren, dass so ein kleiner, ja, das ist die Katzin hier, der Ivy ohne Haare, weil wir eben von der anderen Seite ran sind. Und wenn der Handlanger uns trifft und wir das nicht klein mitbekommen, kann es passieren, dass wir dadurch RIP gehen oder eben so viel Energie verloren haben, dass wir gegebenenfalls im nächsten Kampf sterben. Auch eine kleine Abweichung zum PC. Ich hole gerne die Riddler-Trophäe. Eben durch die Update-Punkte, die mir fehlen, weil ich eben die Riddler-Trophäe nicht duplizieren kann. Jetzt haben die Handlanger einen unfairen Move.
der Casual eigentlich relativ unfair wäre, aber in Speedrun stört das nie besonders, weil wir mit der Taktik die Feinde auch relativ schnell zum Bückling zusammenfalten. Wir haben jetzt hier solche Waffenkammer und wenn die im Kampf aktivieren, wird auf einmal quasi eine Jägerbegegnung draus. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, kann der Batman gegen einen mit Waffe hier in dem Spiel nie viel machen. Wie wir unten auch sehen, ist der ganze Boden mit dem Aufstandskontrollsystem Elektroschocks. Damit wir auch ja nie aus dem Bosskampf, oder was heißt Bosskampf, nee, aber durch den Kampf abhauen können. Ja, ich muss jetzt hier leider, weil der Trick funktioniert hat und wie gesagt, ich einen Update-Punkt weniger habe, ein bisschen umdisponieren und muss deswegen meine Taktik nur geringfügig verändern. Das sind nämlich die Hacking-Geräte, die man von Weitem mit den Update, ich kann es ja wenigstens mal zeigen, hacken könnte. Wenn wir das Update nämlich kaufen, wird die Reichweite deutlich erhöht, womit wir die Geräte hacken können. Das nützt bei No Major Skip deutlich mehr, bei Any Percent sind das nur vielleicht 20 Sekunden oder so, die man damit sparen könnte. Aber mit einem besseren Kampf durch eben Multi-Ausschalten, also Multi-Battering werfen und dass die länger unten liegen bleiben, hole ich dafür im Kampf deutlich die Sekunden immer wieder raus. Was wir jetzt mit dem Distanzhacking-Gerät bei Any Percent jetzt nur machen würden. Hier hängen zwei Wachmänner über ein bisschen Wasser mit Elektros. Mit einem, ja, Elektro. Und was wir jetzt machen würden, weil wenn wir die runterschießen, kommt eine Animation, Fluganimation, die wir nicht skippen können. Die geht so 3 Sekunden, 3-4 Sekunden. Und wenn wir den Strom doppelt ausschalten, von außen skippt man die Animation. Einmal eine Animation, weil wir die ja doppelt runterschießen. Aber ich denke mal, das müsste auch so gehen. Da muss ich eben ein Stück hier hinlaufen. Genau, das sind die paar Sekunden, die man hier Fußweg einfach nur sparen würde durch das Update. Genau. Man guckt sich eine Animation an, statt zwei und die Handlanger werden gerettet, beziehungsweise die Beamten werden gerettet. Und kleiner Fact nebenbei, der Harley Quinn hat uns 2 Minuten gegeben, das zu clearen. Weil wir jetzt aber so schnell waren, zieht der Harley uns gleich mal eine ganze Minute ab. Und von einer Minute 40 oder so, die man da meistens noch hat, auf 30 Sekunden runter. Das ist auch wirklich Fair Play, Harley. Wie man schon sieht, in den nächsten Split heißt Harley Quinn. Leider kämpft man gegen der Harley Quinn hier in dem Spiel selber nicht. Sondern man macht auf 3 Ebenen gegen Handlanger. Und es kommen immer wieder, weil das 3 Ebenen sind, immer wieder auf irgendeiner Ebene Strom. Weswegen wir dann das Areal verlassen müssen und zum nächsten hinklettern müssen. Der Kampf ist eigentlich RNG. Man versucht immer ein bisschen der RNG zu manipulieren, indem man an einer bestimmten Ecke hinspringt. Und dafür versucht, dass die Feinde an einem bestimmten Punkt triggern. Dadurch sparen wir uns einen einzigen Zyklus. So,
Ich habe ja gesagt, das sind zwei Tricks, die man mit dem Distanzheckengerät sparen kann. Normalerweise hätten wir, wenn wir vom Weiten hacken können, uns genau hier hingestellt. Und hier oben ist so ein Kasten, der den Gitter hier aufmachen würde. Da wir das jetzt nicht haben, machen wir es einfach auf die gute alte Art. Genau, und das Kleine hier hätten wir damit geskippt. Es ist jetzt nicht die Welt. Deswegen habe ich mich auch entschieden, das nicht zu machen, weil mir die Update-Punkte einfach gefehlt haben. Ah, okay, gut. Ich hätte können die Tür hacken, statt hier oben rauszugehen. So, jetzt habe ich mir die dreifach gekauft und habe jetzt alle Kampf-Updates, die ich benötige, um den One fertig zu machen. Na, hat jetzt nicht geklappt. Eigentlich spammt man A hier rüber mit den Springen. Und will eigentlich, dass die hier in der Mitte rauskommen. Genau, und das sind die drei Areale. Und den Strom haben wir ja jetzt auch schon gesehen. Wir versuchen jetzt, die so schnell wie möglich, ist ja klar, zu besiegen. Aber man sieht schon, dreifach Batarang ist schon deutlich angenehmer als nur einer oder zwei. Jetzt sind noch auf neue Art von Feinde. Es sind welche mit Elektroschocks dazugekommen und es kommen eigentlich viel eher schon, aber das haben wir ja geskippt. Welche mit dem Messer. Die mit dem Messer kann man nur durch Betäuben erledigen, also angreifen. Indem man einmal auf B drückt. Cool, ich hab's geschafft. Oder eben mit einem Batarang, wenn der an der Combo ist. Und die mit einem Elektroschock kann man nur von hinten angreifen, es sei denn wieder, wie gesagt, man hat den Batarang und ist in der Combo drin. Das sind nämlich die normalen kleinen Handlanger, dann fliegen sie um. Die sind die K.O., aber die sind kurz am Boden betäubt, wo wir die dann schnell niederringen können. Kleine Gaunerin. Wenn man überlegt, der Harley Quinn, die Verrückte, die war hier den Joker seine Psychiaterin. Und der Joker hat die umgepult. Das sieht man ganz gut in Batman Arkham Origins. Aber hier ist sie schon die Verrückte. Wohnen jetzt hier uns an der Ecke wieder die Speicherung. Wieder um ein kleines bisschen Fußweg zu sparen. Aber ich denke mal, dass man damit einen Fußweg ein Stück sparen kann, ist eigentlich schnell erklärt. Nein, shit. Was wir jetzt hier versucht haben, wenn wir im perfekten Moment den Handlanger treffen, können wir durch die Tür gehen und da zählt das nicht als Kampf, da müssen wir den hier ausschalten. Da ich ihn aber mit der Bad Claw nie erwischt habe, ist es so, dass das nicht zählt. Ah ja, und die Bad Claw, die kriegt man eigentlich in der Bad Cave. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen, weil ich den Trick, wie gesagt, im One noch gar nicht eingebaut habe. Nachdem man aus der Arkham Villa raus ist, denkt das Spiel, oh, du bist ja in der Arkham Villa nur reingekommen, wenn du das Gadget hier hast. Dann wirst du das wo haben. Und dann hat man das automatisch nach der Arkham Villa, nachdem dann die Cutscene mit der Dr. Young kam, wo die gestorben ist. Damit das Update ohne in der Batcave gewesen zu sein. Und hier ist es ein gutes Beispiel, was ich gesagt habe. Man rennt in den Punkt, das ist der gleiche Zip wie nach dem Bosskampf gegen den Bane, nur eben von einer anderen Position. Und man rennt eigentlich auf den Handlanger, beziehungsweise auf den Geisteskranken zu.
springt und löst dann den Glitch aus. Und das ist so 50-50. 50-50 kann man sagen, dass wenn wir den Glitch auslösen, dass wir perfekt landen. Weil je nachdem, wie wir landen, weil wir auf den Feind drauf zugehen, das ist ja keine präzise Eingabe, sondern man hat quasi nur eben den Hand, also hier den Arzt, der dort liegt, so ein bisschen als Punkt, als ungefähren Wegpunkt quasi, wo man dort stehen muss. Wenn es geglückt hätte, wären wir nämlich hier oben wieder rausgekommen. Hier oben an dem Tor Arkham Nord. Da das nicht geglückt hat, ist es jetzt schneller. Wenn man jetzt statt die Any% Route, wo man den Zip wieder ein paar Mal macht, weil man ja die Speicherung erstmal wieder braucht, an dem Punkt dann die No Major Skip Variante zu nehmen. Ah, Mist. Eigentlich perfekt ausgeführt, steht der Batman auf den Geländer kurz und hat dadurch beim Gleiten deutlich mehr Höhe. Hat jetzt in dem Punkt leider nicht geklappt. Oh. Oh cool, ich habe die alle aufeinander geworfen. Die kann man im Kampf zum Beispiel auch gar nicht durch einen Nahkampf-Finisher. Den gibt es ja auch. Das wäre dann zwei Varianten. Das Werfen und dann noch ein Instant-Knockout. Also das Werfen ist das, der Batman packt den Feind an und wirft ihn irgendwo hin. Aber der ist dann noch kampffähig. Und wenn wir das Update haben, hätte man dann hier noch eins. Das ist dann so ein Instant-Knockout. Da dreht der Batman den zum Beispiel. Das macht man dann ab einer Combo, wenn der Combo-Zähler bei 8 ist. Oder es gibt dann noch ein Update, da kann man das von 8 auf 5 runterschrauben. Da ist das dann so, dass der Batman dann zum Beispiel den mit einer schnellen Rolle den Feind von den Beinen holt und den zum Beispiel die Knöchel bricht oder so. Oder den Arm brechen tut und der dann sofort ausgenockt ist. Das sind aber alles Animationen, die man im Speedrun nie haben will. Casual ist es ganz gut, aber im Speedrun will man so eine Animation ständig nie haben. Und ich benutze hier die Game of the Year Edition. Die hat ein paar kleine Unterschiede. Zum Beispiel gibt es einen 3D-Modus. Aber sonst ist die eigentlich exakt fast die gleiche Version wie die ursprüngliche Version. Bei der ursprünglichen Version kann es passieren, in den Raum, also was heißt, nee, Raum, aber den Kottenbereich, wo die ganzen Verrückten jetzt gerade waren, dass man in den Bereich, das passiert öfters mal, zum Beispiel kein Batarang werfen kann, kein Detective Vision mehr ein- oder ausschalten kann, sondern dass man nur noch laufen, schlagen und gleiten kann. Man kann sich nie hochziehen, gar nichts. Da müsste man dann an der Stelle Kontrollpunkt laden machen. Das ist mir bei der Game of the Year Edition, ich habe die Version ja auch. Ah, shit. Hallo? Wo kommst du her? Ich habe die Version des Spiels ja unzählige Mal. Ich habe die auf der PlayStation 3, auf der. Zweimal auf der PlayStation 3, zweimal auf der Xbox 360 und auf der One, auf der PS4. Aber die beste Version finde ich immer noch zum Speedrun auf Konsole, der 360. Ja, eigentlich wäre der Handlanger nämlich hier. Das kann aber sein, dass das jetzt zu lange gedauert hat, dass er dort war, weil wie gesagt, eigentlich ist er, steht er nämlich hier immer an den Punkt von dem Sharp seiner Statue. Dann kann man schnell easy peasy hier langrennen und sich hochziehen. Keine Ahnung, wo man jetzt, das ist das erste Mal, dass das passiert ist. Könnte aber sein, weil man, wie gesagt, zu lange gewartet hat. Weil die laufen hier auch rum. Man kann sagen, die Predator Rooms sind Teil gescriptet, Teil RNG. Man kann sagen, desto kleiner der Predator Room ist, desto geskripteter läuft das Ganze ab. Schalte ich den Handlanger A mit der und der Position aus, kann man das quasi beeinflussen. Desto mehr Feinde aber da sind,
Kann man sagen, das so unbe. Oh, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ich darf bei der Suche nach der Titanproduktionsstätte. Mir fällt gerade das Wort dafür nicht ein. Also, desto mehr kann man das nie beeinflussen. Oder weniger beeinflussen. Und das wird dann auch bei den anderen Arkham Games wie City, Origins, Night, sind die Predator Rooms. Kann man sagen, mehr RNG hier, wie gesagt, ist es noch relativ so, dass man die ersten Phasen noch ganz gut manipulieren kann, wie man das haben will. Das sieht man ganz gut auch, es gibt auch Speedruns auf der Leaderboard. Danke. danke, Umberechen war genau. Ja, mir ist das Wort jetzt echt nie eingefallen. Und da gibt's Speedruns von den einzelnen Missionen und das sieht man eigentlich gut, wie man die da auf konstante Art und Weise immer wieder berechnen kann, wie die Feinde sich verhalten. Aber dass es auch deutlich schwieriger wird, desto mehr Feinde da sind. Weil locken schalten wir jetzt zum Beispiel Handlanger A an der Position aus, kommt dann mit der Zeit alle Handlanger dorthin und da kann man das gut berechnen. Und desto mehr man die ausschaltet, desto mehr muss man berechnen und desto mehr gewinnt dann quasi der RNG-Faktor. Was deutlich bei den anderen Arkham-Spielen ausgeprägter ist als hier. Deswegen, wer Speedrun anfangen will, von der Arkham-Reihe, den empfehle ich Arkham Asylum. Aber nie unbedingt Any Percent, sondern erstmal No Majors gibt. Das ist eine schöne Kategorie. Und dann noch auf einfach. So, was wir jetzt hier machen, wir holen uns hier draußen schon mal die Speicherung, damit wir die dann drinnen nie holen müssen. Und jetzt sehen wir auch, was ich gemeint habe, dass man die Handlanger, wenn wir nie gesehen werden, nie ausschalten müssen. Dass man das ganz gut hier in die botanischen Gärten macht. Bei No Major Skip macht man das Ganze auch, den Predator Womb nie. Wir würden bei No Major Skip hier hochrennen, einen schnell Batarang werfen, dann durch die Tür dahinter gehen. Das Problem ist, wenn wir das auf Return to Arkham machen, müsste man nochmal Kontrollpunkt Laden machen, weil die Feinde sich merken, dass der Batman da war. In der Originalfassung ist es so, man schaltet den Aim, also betäubt ihn kurz, rennt durch die Tür. Und wenn man dann wieder dort ist, stehen die wieder da, als wäre nie was gewesen. Bei Return to Arkham, wie gesagt, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da müsste zwischendrin noch ein Kontrollpunkt Laden kommen. Wir skippen aber den ganzen Abschnitt mit einem Glitch. Und da sieht man jetzt auch den Animationsskip von der Tür, den ich vorhin schon mal gesagt habe, aber nie hingekriegt habe. Und der Glitch spart gegenüber die No-Major-Skip-Variante, ich würde so sagen, 2 Minuten. Aber ist dafür auch deutlich, ja, so ein bisschen weniger als 2 Minuten. Je nachdem, wie konstant man das eben auch mit den Kämpfen und so hinbekommt. Aber so 1,5 bis 2 Minuten spart man damit. Aber das ist deutlich schwieriger. Wir holen uns erstmal wieder an einen gewissen Punkt die Speicherung. Und zu der Speicherung ist auch noch gesagt, wir können die Speicherung an jeder x-beliebigen Ecke holen. Und können dann die Position überschreiben, indem wir dann an irgendeiner anderen Ecke hingehen. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben uns unten, bevor der Predator Room losgegangen ist, die Speicherung in der Richtung geholt. Und ändern die in die Richtung hier ab. Und sind das unterschiedliche Richtungen, dann ist es so, dass der Batman beide Richtungen beherrscht. Und man will aber manchmal immer nur eine, oder braucht meistens immer nur eine bestimmte Richtung. So, jetzt kommt das mit der Tür entladen. Wie gesagt, man macht Explosivgel und drückt zeitgleich, wie gesagt, das ist nicht Frame Perfect, aber kommt nah genug ran, LT, RB und A. Und wenn wir das im richtig schnellen Timing gemacht haben, kommt die Animation, wo die Tür aufgeht. In dem Moment halten wir aber nach hinten, dass der Batman dann ein Stück nach hinten läuft. Dadurch wird die Ebene entladen, weil das Spiel dann denkt, ich muss die nächste Ebene dann laden. Deswegen kann man dann die Ebene damit gut entladen. Und das macht man jetzt hier an der Stelle.
Ja. Ich muss den Strom in diesem Raum abschalten. Das hat man jetzt schlecht gesehen, weil eigentlich in dem Moment, wenn die Tür an deren Punkt aufgeht, ist eine kleine Cutscene mit dem Joker. Deswegen hat man den Animationsskip jetzt nie gesehen, aber das Ergebnis, dass die Ebene jetzt hier entladen ist. Und das haben wir aus folgendem Grund gemacht, weil eigentlich wäre das hier unten alles mit Wasser und Strom, was uns sofort instant tötet. Da wir das entladen haben, kriegt der Batman einmalig Damage, wenn er hier runterklettert, aber ist nicht sofort instant tot. Da wir uns die Speicherung außen geholt haben, wollen wir uns... Das ist auch ein bisschen tricky, sich da ein bisschen perfekt positionieren. Als Ankerpunkt kann man sagen, ist die beste Möglichkeit immer, wenn das explosiv geht, ungefähr hier an den Punkt quasi verdeckt. Dann hast du schon einen guten Winkel, wie die Kamera und alles sein muss, damit der Zip klappt. Wir gehen in die Knie. Und wenn der Batman eine andere Speicherung hat, lässt man einfach mal ganz kurz los. Also LT lässt man da mal ganz kurz los und drückt das dann wieder. Damit der Batman dann die Richtung tauschen tut. Jetzt macht man das Abfeuern und wenn alles, also den Battering abfeuern und wenn alles gut geklappt hat, zippt es den Batman ein ganzes Stück nach oben. Wir drehen uns und drücken A, damit der Batman gleitet. Dadurch skippen wir ein ganzes Areal, was wir sonst machen müssten. Aber ich glaube, ich habe zu lange... Nee, halt gut, ich konnte es noch safen, oder? Nein, ich habe zu lange gewartet, mit dem durch das Erklären A zu drücken. Da hat sie nämlich die Ebene von dem Predator Room hinter uns geladen. Deswegen war dann die Ebene in den Raum komplett weg. Aber naja, passiert. Wir gleiten. Die Kollision links und rechts ist da. Also der Boden, die Wände links und rechts sind da, der Boden ist da. Genau, die Cutscene war ja gekommen. Und bei den botanischen Gärten ist das so, dass die Decken wirklich nur drüber gelegt sind. Die sind wirklich nur grafisch. Ich weiß gar nicht, ob man das mit dem Batarang testen könnte. Auf alle Fälle kann man dort über die an die Decken schön zippen. Wenn man das nicht schafft, muss man wieder Kontrollpunkt laden machen, also die Speicherung neu laden. Die Speicherung hole ich dann immer an der Ecke, weil würden wir das an der anderen Ecke machen, kann es passieren, dass wenn man nicht trifft, feuert der Batman ja den Batarang ab und alarmiert alle Feinde im Umfeld. Und der Glitch ist der Punkt, wo mir schon vor Tagen zwei sehr gute Ones, die unter 1 Stunde 40 gegangen wären, gestorben sind. Aber ich glaube, das hätte ich mir können sparen, weil der Batman jetzt sowieso stirbt. Ich hoffe, ich kriege mehr Energie. Wieder. Weil man bekommt eigentlich nach dem Tod mehr Energie wieder. So als Zeichen, du kannst es mit der Energie nicht packen, kriegst ein bisschen mehr wieder. Ah, ich muss ja kurz Kontrollpunkt laden machen. Es gibt auch noch eine Version, wie man den Raum skippen kann. Den habe ich auf dem PC gesehen, aber ich habe es auf der Konsole noch nie hinbekommen, ohne dass man die Ebene entladen tut. Da muss ich aber unbedingt die Speicherung an den Punkt machen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das auf Konsole überhaupt klappt. Es gibt hier einen toten Punkt, wo der Batman stehen kann, ohne dass er stirbt. Das ist ungefähr hier.
Und da kann man den ZIP auf dem PC auch ganz gut machen. Ich habe, wie gesagt, noch nie den auf Konsole geschafft. Weil ich einfach an den Punkten nicht so viel höher bekomme. Ja. Das ist es definitiv. Ein Unterschied neben zum Beispiel das Maus-Scrolling oder Ladezeit-Unterschied zur Konsole und PC ist auch, dass man auf der Originalversion des Spiels auf die Konsolen, keine Ahnung warum, aber durch so einen ZIP, wenn es nach oben geht, nicht so viel höher bekommt wie auf dem PC. In die meisten Fälle macht das nicht viel. Es gibt auch Varianten, das wird man dann später nach der Batcave, nachdem man die dann besucht hat, weil man die auch so besuchen muss, sehen. Da ist es schon ein Unterschied, den man merkt, weil man an den Höhlen, an der Höhlendecke auf dem PC wunderbar hinkommt, aber auf Konsole definitiv nicht. Ja, kannst du froh sein, wenn du da die Hälfte schaffst. Ah, aber hier hat man jetzt gesehen, was ich gemeint habe. Wenn man den Animationsskip für die Tür auch First Try hinbekommt oder relativ konstant immer First Try hinbekommt, dann gibt es auch Runner, die zum Beispiel auf Konsole die Ladezeit für manche Türen, zum Beispiel bei City mit dem Glitch hier umgehen, indem sie die Animation der Tür skippen, die Tür aufmachen und dann geduckt durchlaufen. Und hier sieht man das, was ich gemeint habe. Der Batman guckt in einer anderen Richtung. Die ist unbrauchbar. Deswegen lässt man einfach mal kurz los. Wir müssen uns nämlich hier unsichtbar orientieren. Wir haben also keine Orientierungshilfe, die Kotte. Aber die wird nicht so schnell aktualisiert, wie wir fliegen. Jetzt müssen wir out of bounds laufen, Hindernisse ausweichen. Aber man kennt ja ungefähr die Route, die man laufen muss. Und auch ungefähr die Hindernisse, dann geht das eigentlich. Bei City ist zum Beispiel cool, da hat man ja das so Rauchbombe, die eine schöne Markierung hat. Die man schön benutzen kann, nicht die Rauchbombe, sondern die Markierung, wo man das hinwerfen tut, um zu testen, wo jetzt eine Wand ist und wo nicht. Hallo Batman, benimm dich bitte. Und hier kann das auch passieren, an dem Punkt. Das ist mir zum ersten Mal vor einer guten Woche passiert, wo ich auf richtig guter PB-Base war. Vor minus 2 Minuten hätte die Sub eine Stunde 40 geknackt. Macht den Glitch. Und aus irgendeinem Grund waren die Feinde hinter mir in den Areal auf einmal an Kampfstimmung und die Tür hier vorne ging nie auf. Da kann ich mir das nur so erklären, dass während des Entladens ein Handlanger mich gesehen hat. So, hier müssten wir jetzt das gleiche wie in der Arkham Villa machen, entweder das Spiel zu und wieder aufmachen. Es kann aber passieren, das passiert mal und mal ne, das, was genau dahinter steckt, keine Ahnung, melde ich eben leider nie, weil auf dem PC passiert das nicht, das passiert nur auf der Konsole mal ab und an, wenn wir jetzt durch die Tür gehen und wir A gedrückt halten, kann es sein, dass wir die Kontrolle über den Batman haben und in einen Death-Trigger reinkommen. Und den Predator-Womb, den man auch machen muss, das ist der übrigens, ja, das ist der letzte, den wir machen müssen. Und da gibt es so einen Death-Trigger in der Mitte. Und wenn wir in den reinfliegen, hier sterben wir, aber dann gibt es dann Kontrollpunkt laden. Und manchmal kann es auf Konsole passieren,
keine Ahnung, woran das liegt, weil wie gesagt, das passiert nur auf Konsole, dass der Batman entweder nicht gleiten kann, weil er dann nur ganz langsam zu Boden sackt und man nur so in wie eine Art Zeitlupe laufen kann. Oder eben, dass er das Cape erst so spät öffnet, dass man die Öffnung nicht mehr treffen kann. Hahaha. Ich hab's geahnt. Genau, jetzt sinkt der Batman zu Boden. Und wenn ich jetzt das Spiel nicht zumachen würde und Kontrollpunkt laden, dann denke ich mal, dass ich hier vielleicht 4, 5 Minuten, ne, langsam zu Boden sinken würde. Weil man fliegt schon so eine Minute 30 circa bei einer schnellen Geschwindigkeit nach unten, ne, bis man quasi irgendeinen Trigger trifft, dass man tot ist. Aber bei den langsamen Sinken, da habe ich das schon mal 3, 4 Minuten laufen lassen und das ging immer noch nie weiter. Und da habe ich dann irgendwann dann das Spiel zugemacht und so gemacht. Mit hier das Spiel zumachen und neu starten. Meine Theorie oder Vermutung ist ja, dass das könnte sein, wenn man vielleicht zu lange out of bounds ist, dass das passiert. Oder man muss in richtigen Winkel drücken oder in richtigen Moment die Tür öffnen und dann A drücken oder so. Ich hatte da ja auch schon bei Speedrun in der Community, Batman Community, auch schon mal gefragt gehabt. Die auf dem PC haben das noch gar nie erlebt. Und viele Konsolen-Runner sind jetzt gar nie vor ihnen mit der Zeit. Oder die noch vor ihnen vor der Zeit sind, da gibt es so viele, die haben dann zum Beispiel PlayStation 4 oder Xbox One. Und da ist das sowieso an dem Punkt sowieso ein bisschen anders, in manchen kleinen Punkten verändert. Aber ich würde schon sagen, dass ich auf alle Fälle von der Zeit her mit der Beste auf Konsole bin. Genau, und hier ist das. Wie gesagt, wir können uns nicht bewegen und müssen schnell drücken, bis der Batman sich komplett bewegen kann. Der Predator Room würde eigentlich so ablaufen. Ja, ich mach gleich mal Neustart. Der würde eigentlich so ablaufen. Wir müssten uns hier außen lang hangeln. Und dann hier unten reingehen. Und den hier oben zuerst ausschalten. Weil das Spiel so eine Mechanik hat, dass man sagt, wenn der Batman entdeckt wird oder ein Handlanger ausgeschalten wird, hier hat der Handlanger, der hier oben, quasi den Befehl, die Geiseln, die hier hängen. Ja, mit den Käfigfallen, wie der Joker schon sagt, hier die Geiseln zu retten und wenn, oh, jetzt zu töten. Und wenn die Geiseln sterben, ist das wie ein Tod für uns als B-Man. Genau, die Ärzte dort. Wir machen das im Speedrun aber anders. Weil, wenn wir nie entdeckt werden, weil die haben doch solche Manschetten am Hals, die dann Alarm schlagen, wenn eine gewisse Herzfrequenz und Atmung unterboten wird. Und die dauern ein bisschen, bis die auslösen. Und in Speedrun macht man sich das so zunutze, dass wir die ersten beiden schnell ausschalten. Und wenn wir schnell genug sind, können wir den dritten, den man eigentlich als erstes ausschalten müsste, mit dem Batarang erledigen, bevor die Geißel quasi in die Hölle schickt. Und dann ist nur noch ein einziger übrig. Jokers Männer tragen alle Sicherheitsbänder. Ich muss zuerst den ausschalten, der sie bedient. Auf einfacher ist das Timing ein bisschen höher als auf schwer, aber das sollte klappen. Ja. Der Joker hat zwar den Befehl erteilt, aber wir haben den Handlanger eine verpasst, bevor er den Befehl ausführen konnte. Moin. Genau, die Geiseln. Wobei das eigentlich storytechnisch sowieso sinnlos ist, dass wir die retten. Weil wenn wir jetzt gegen zwei Titanen kämpfen, ist es so,
dass in dem Moment der Joker ja abhaut und die Geiseln sowieso umlegt. Also bringt uns das leider nie viel, dass wir die Geiseln retten. Jetzt kommen wir zu den Titanen, Doppel-Titanen-Bosskampf. Hier sieht man auch zum ersten Mal die Titanen in der vollkommenen Form, sag ich jetzt mal. Die keinen Herzanfall erleiden und wir müssen richtig gegen die kämpfen. Falls du dich fragst, ja, das sind wirklich 54 Minuten im Plus, aber ich mach so ein bisschen so zum Erklären, ey. Den One und so. Ernsthaft ist der ne. Und der Kampf, da zieht sich wirklich wie Gummi auf schwer. Auf einfach würden wir die in der Ecke locken und würden dann viel mit Explosivgel arbeiten. Was wir aber auf schwer dennoch machen können, weil die auf schwer so viel Lebensenergie haben. Wir versuchen die immer möglichst ineinander zu jagen, wenn einer losrennt. Und auf einfach will man nicht, dass der Batman auf die Titanen drauf springt. Aber auf schwer will man das, weil man damit einen verkloppen kann. nee. Genau. Genau, weil wir am Sonntag so ein kleines Event ist, wo ich da hier dabei bin. Und quasi für meinen Co-Kommentator da tue ich das ein bisschen mal hier so erklären und so. Aber mich steht ja das auf der Stirn. So viele Minuten im Plus. Genau, wie gesagt, auf einfach würden wir Explosivgel benutzen. Weil da können wir mit einer Kampf-Kombo die Feinde angreifen und dann, wenn die in die Knie gehen, macht man Explosivgel, damit die wieder hochkommen, Damage bekommen. Nochmal Explosivgel, damit die sich wieder quasi am Kopf halten, damit man die wieder angreifen kann. Und da hält man die in einer bestimmten Ecke, aber das funktioniert auf schwer, ne, weil die einfach... Ja, stinkt man schon. In ernsthaften... Und auf schwer, wie gesagt, haben die so viel Lebensenergie, da kriegt man das einfach nie hin. Das Einzige, was man da wirklich, wie gesagt, machen kann, die immer wieder aneinander jagen, dass sie sich gegenseitig Damage zufügen. Ich kann ja mal zeigen, so ungefähr mit dem Explosivgel würde das funktionieren, dass die dann Damage bekommen. Und ein Titan, wenn der ganz alleine ist, nimmt er mehr Damage, als wenn noch irgendwelche Handlanger mit dabei sind. Und wäre das jetzt easy, dann würde der sofort, wenn nur noch einer da ist, umfliegen. Aber auf schwer, wie gesagt, funktioniert das nicht, weil der einfach zu viel Lebensenergie hat. Hier müssten wir jetzt gleich warten. Da Batman ruft einen Batwing, der uns den Seilwerfer oder Line Launcher bringt. Warten wir aber, bis der Batman die Animation macht, wo er den quasi rufen tut und springt dann hier runter und ziehen uns wieder hoch, da kommt er sofort angeflogen. Sonst müssten wir warten, das kostet dann auch so, wenn wir warten müssten, nur mal so 20 Sekunden oder so. Und mit dem Seilwerfer können wir jetzt auch viele Strecken relativ easy peasy und relativ schnell quasi überspringen oder zurücklegen. Den werden wir gleich auch im nächsten Areal mit dem Killer Croc brauchen.
Eigentlich müssten wir storytechnisch jetzt die Ivy suchen, die Pflanzenlady. Die würde uns verraten, wo wir das Gegenmittel herbekommen. Danke, danke. Also der Ivy würde uns erklären, es gibt eine Pflanze, so ein Anti-Titan kann man sagen. Bei der Dr. Young in dem Labor hat sie ja eine Pflanze mit Titan, oh ja, mit Venom gemischt und pipapo. Und dadurch das Titan quasi erschaffen. Und wir müssen jetzt zur Ivy gehen. Wenn die Prozente höher sind, nähern wir uns der Ivy, das wäre hier drüben. Das machen wir aber nicht, wir skippen das. Wir können das auf zwei Arten tun. Wieder durch A, ein Zip. Und B, durch eine No-Major-Skip-Variante. Hier unten ist eine Tür. Sieht man die von hier? Nee. Und wenn wir durch die Tür gehen, ist so ein kleines Areal. Höhleneingang und alles. Und die andere Tür wäre dann zu. Macht man aber, nachdem man durch die Tür 1 gegangen ist, Kontrollpunkt laden, ist dann aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum, dann die zweite Tür nicht mehr eher versperrt. Das macht man bei No Major Skip. Man sollte aber noch erklären, dass es dann nicht mehr möglich ist, wenn man der Ivy skippt, auf 100% zu kommen. Weil dann einfach, wenn wir wieder hier sind, werden die letzten die letzten Joker-Szene für den Riddler seine Herausforderung so rum hier nie gespawnt. Deswegen macht man das doch bei 100%, muss man trotzdem zur Ivy. Man skippt so viele andere Areale. Aber zum Beispiel der Ivy macht man, weil man für 100% die drei Zähne braucht. Wir haben uns hier an der Ecke jetzt die Speicherung geholt. Gehen hier auf die Trümmer drauf. Gut zur Orientierung, da können wir auch besser laufen. Dass, wenn möglich, ein Bein quasi in der Luft steht, das andere hier drauf ist. Und lösen. Hallo, Batman, bitte. Den Glitch aus, wollte ich sagen. Okay. Warum klappt das jetzt gerade nicht? Ach drum, ja, stimmt. Ich habe jetzt die schnelle Variante gemacht. Ich muss doch die langsame Variante machen. Bis der Batman wirklich in die Knie ist. Und zack, wir werden hochgezippt. Eine kleine Halbdrehung. Und landen dann in den Areal, wo eigentlich der Strom wäre. Ja, naja, das Problem ist, man macht das ja im Speedrun immer instinktiv. Man weiß, da ist die kleine Variante, also die schnelle, die langsame Variante. Und wenn man dann stehen bleibt, das erklärt, dann denkt man meistens zu viel drüber nach und dann geht das manchmal schief. So. Jetzt müssten wir eigentlich den Predator Room wieder machen. Es gibt hier mehrere schöne Varianten, das zu skippen. Früher hat man das mit den Seilwerfer oder Line Launcher gemacht. Heute macht man eine viel schickere Variante. Man geht zurück zur Tür, wirft eine Schnellfeuer-Batarang auf den hier und gleitet direkt hier durch. Über die Köpfe. Und voila, der Kampf ist geskippt. Keine Ahnung, warum die den Batman nicht sehen. Der fliegt direkt durch den Raum. Ob die sich sagen, hast du auch das gesehen? Ja, hab ich. Komm, wir gucken lieber weg. Oder keine Ahnung, wie das... Die denken sich vielleicht, wir gucken lieber weg, bevor es Ärger gibt oder so. Wir holen uns die Speicherung an der Ecke wieder, weil wir wollen ja wieder ein bisschen zippen. Aber erst später wieder. Es ist jetzt auch kein großer Zip, sondern man zippt da einfach nur wieder ein bisschen Weg weg. Eigentlich müsste man jetzt hier runtergehen und ein Stück klettern. Wir gehen aber auf den Springbrunnen hoch und benutzen den Seilwerfer. Und haben so locker 10 Sekunden einfach mal so, zack, gespart.
So, jetzt würde das Spiel von uns verlangen. Wir wüssten jetzt durch der Ivy, wir müssen in den Versteck von dem Killer Croc. Und dort ist das Anti-Titan, kann man sagen. Der Batman weiß aber nie, wo der Killer Croc festgehalten wird. Deswegen müsste man jetzt eigentlich hier in der Arkham Villa zurück zum Cash und der würde uns verraten, wo das Ganze ist. Wir wissen aber, wo es ist und gehen normal dorthin. Das hat den positiven Effekt. Das würde man auch bei No Major Skip machen, wenn man dafür nicht glitchen muss oder so. Wir gehen einfach nicht zum Cash. Wir wissen ja, wo es hin geht. Gehen einfach den Weg für die Intensivbehandlung. Das ist in Arkham Nord, dort wo das Batmobil auch war. Und das Coole ist, weil wir beim Cash nie waren, sind auch hier keine Handlanger, die wir hier bekämpfen müssen, die uns in eine Falle stellen wollten. Nee, dass das ginge, aber man kann es ja mal probieren. Und hier oben wäre, also hier oben muss man rein und man kommt auch jederzeit dort rein, aber man kann dort nie hinklettern. Deswegen würde man casual, sage ich jetzt mal, mit einem Seilwerfer von hier drüben ein Seil spannen und hier rüberfliegen. Und so macht man das so bei No Major Skip. Man skippt einen Cache und hat da auch so locker 5 Minuten mehr oder weniger gespart. Was wir machen, wenn wir durch die Tür hier gehen, müssten wir den Scarecrow machen, den dritten und letzten Scarecrow. Der das schwierigste und längste ist, das wollen wir aber nicht. Wir zippen uns jetzt hier ein bisschen in die Luft. Mist ist, ich habe aus Versehen die 3 Zähne zerstört, die bis so als Markierung dienen, aber egal. Ah, okay, es hat nie geklappt. Ich habe die Markierung nie gehabt. Egal, dann laufen wir eben halt. Es sieht einfach cool aus, wie wir dann auf einmal richtig krass an Höhe gewinnen. Und jetzt kommt ein Unterschied zu meiner normalen Strat. Ich hole mir hier eine Speicherung für den Zip. Ganz einfach, ich habe die Batcave geskippt. Hätte man die Batcave gemacht, könnte man hier locker rein. Das Spiel hat als einziges Hindernis Ranken von der Poison Ivy. Weil das Spiel nie will, dass wir jetzt schon zum Killer Croc machen. Wir zippen uns aber durch die kleine Absperrung durch und haben den Scarecrow geskippt. Das Problem ist, ich habe die Batcave geskippt und da ist eine Wand. Was wir jetzt machen, darum sage ich ja, es muss man das abwiegen, ob man die Batcave skippen will, weil man 3 große Glitches braucht, um das zu skippen. Das ist der letzte. Das ist gut. Die ganzen Kästchen, die sind gute Markierung. Gehen hier den Weg entlang bei der Markierung. Die Füße müssen halb unten und halb noch getroffen sein. Lösen den Glitch aus, bis der Batman langsam in die Hocke geht. Ziehen den Fadenkreuz, sage ich jetzt mal, bis ungefähr hierhin. Und wenn alles klappt, wir werden so oder so gezippt. Aber wenn alles klappt, landen wir hinter der Mauer. Wenn wir Pech haben, landen wir in der Mauer. Das ist jetzt das Worst Case, dass wir in der Mauer landen. Was nicht weiter schlimm wäre, vor der Mauer. Aber meistens landet man entweder dahinter oder eben drinne. Pech gehabt, ich bin drinnen gelandet. Das merkt man aber eigentlich auch schon ganz gut, ob das klappt oder nicht. Weil wenn das perfekt klappt, wackelt das Bild übelst und zippt ein Batman oder ruckt ein Batman von hier ungefähr ein Stück bis hier hinter. Das ist so der perfekte Anzeichen dafür, dass es gegangen ist. Das heißt, wieder hier runtergehen und die Speicherung erneut holen. Ich hatte auch schon mal einen coolen One gehabt. Da habe ich den ersten Skip bei der Batcave, wie man das komplett skippen tut, hinbekommen. Den zweiten Skip First Try hinbekommen. Und habe dann alle Zeit verloren bei der Version hier.
Deswegen muss man das immer wieder abwägen. Macht man's nie. Das Gute ist, ich bin jetzt bei Any Percent Hot noch so weit davon entfernt, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt das machen, um eine PB zu bekommen. Also da bin ich glücklicherweise noch sehr weit davon entfernt. Yep, das ist perfekt. Man sieht, der Batman ruckt automatisch zurück. Dann drückt man A und man ist hinter der Mauer und kann sich bewegen. Wir halten uns jetzt nah hier dran und wollen, dass der Batman, wir wollen in den Ladetrigger rein, wo der Batman sich hochzieht. Wir wollen aber, dass der Batman sich nie an der Mauer oder an der Kante hochzieht, wo wir uns losgezippt haben. Das bringt uns ja logischerweise nichts, sondern wir wollen, dass der Batman sich hier durch hochzieht. Wenn das perfekt klappt, ist die Mauer noch da, aber der Batman, der läuft einfach mal da durch die Wand durch, als wäre hier der Flash, der ein bisschen sich durch die Wand phasen tut. Wie man das macht, wir laufen einfach mal kurz hier hin und her. Damit das Spiel denkt, dass wir von der Seite kommen. Dann gleiten wir los. Und gleiten hier an der Seite in den Trigger 9. Und ziehen uns mit den Enterhaken nach oben. Oh Mann. Ich habe zwar den Zip gemacht, aber irgendwie hat das Spiel nie anerkannt, dass ich auf der anderen Seite war. Das ist ein bisschen blöd. Es gibt noch eine andere Variante. Das gibt man auch den Zip mit dem Scarecrow. Der habe ich nur vor 2 Tagen, als ich da hier nochmal bei anderen Runnern geguckt habe, habe ich die gesehen. Aber selber noch nie gemacht. Da macht man die Version ein bisschen anders. Man gleitet auf das Tor zu und geht dann dort rein. Na, wie gesagt, man bewegt sich und hofft, dass das Spiel irgendeine Bewegung auf der anderen Seite anerkennt, dass man eben von dort runtergefallen ist. Naja, das passiert, wenn man glitschen tut. Oh, er hat sich nicht zurückgezuckt, aber trotzdem kann ich mich bewegen. Genau, es gibt eine Version, wo man hier oben landet. Aber ich habe das noch nie gemacht. Aber es hat geklappt. Und so sieht das Ganze aus, dass der Batman hier durchklettert. Und jetzt ist die Wand aber wieder existent. Genau, und jetzt kommt der Scarecrow-Skip, der dritte. Wir holen uns an der Ecke wieder unsere geliebte Allzweckspeicherung. Der einzige Punkt, der uns dran hindert, ist das kleine Stückel hier. Das hindert uns dort dran. Was machen wir? Wir zippen uns hier ganz einfach durch. Wir stellen uns hier hin. Machen die lange Version, bis das Bild komplett schwarz wird und drücken RT. Und voila, wir sind durch und haben damit den dritten Scarecrow geskippt und können jetzt von hinten schön in den Bane Sand verstecken. Nein. Und was mir eigentlich, wo ich das vor 2 Tagen VR1 gesichtet habe, ist mir mal aufgefallen. Oh, man kann ja auch skippen beim Killer Croc. Ich hole mir mal die Speicherung und versuche es einfach mal. Dadurch haben wir nämlich, wenn wir uns zippen, das Explosiv gehen noch und können uns dann beim Croc weiter zippen. Und wir können den Animationsglitch machen, wo der Batman das Anti-Titan aufnimmt.
Ah, das ist jetzt auch mein erstes Mal, dass ich das probiere. Ah, okay, so war es nie geplant. Ah, okay, gut, es hat geklappt. Normalerweise wäre hier vorne ein Cutscene-Trigger, wo der Batman das Explosivgel drauf sprüht und in die kleine Mikro-Cutscene kommt. Das haben wir jetzt mit den Zip-Reihen geskippt. Die beste Variante ist, da werden wir hier vorne ein Stück gezippt. Bei mir sah das jetzt nicht ganz so flüssig aus, aber egal, es hat funktioniert. Das ist das, was zählt. Und der Abschnitt funktioniert. Wir müssen uns langsam eigentlich bewegen und bewegen. Was wir machen, wir benutzen den Seilwerfer, weil wenn wir in der Luft sind, übertragen wir keine Schallwellen durch Wasser und der Croc weiß nicht, wo wir sind. Und ich habe ja immer wieder gesagt, wir benutzen den Schnellfeuer-Batarang gegen den Bane oder die Titan oder gegen die Handlanger. Alles schön und gut. Wo man das aber nie benutzen darf, ist gegen den Killer Croc. Mal, der Killer Croc. Wenn wir den Schnellfeuer machen, wir treffen den am Auge. Wir wollen aber den seine Manschette treffen. Ich habe das Casual auch jahrelang immer gemacht und mich gewundert, warum der manchmal immer weiter rennt. Diese Sporen. Ja. Ich muss unbedingt mehr. Man kann Glück haben und da trifft und da fliegt runter, aber es ist zu riskant. Ich versuche jetzt einfach mal den Zip. Ich weiß nicht, wo ich 100% stehe. Cool, Animationsglitch geschafft. Der Batman hat das Anti-Titan aufgenommen. Das der Animationsgip funktioniert, wie vorhin schon gesagt, RT, LT, RB und A gleichzeitig. Ach so, das meinst du? Ach so, ja. Ist eigentlich auch die beste Vorgehensweise. Und wir skippen einmal. Wollte ich sagen, der Croc ist übrigens komplett orangey. Er hat ein paar bestimmte Punkte, wo er erscheint. Zum Beispiel würde ich jetzt hier ein Stück vorlaufen, DDR von hier kommen. Wir skippen das aber. Durch den Seilwerfer. Hier rüber. Wow, klappt ja gerade richtig gut, das Animations-Skipping. Wieder Seilwerfer. Wie gesagt, gewisse Punkte sind gescriptet, aber viele Punkte, wie das jetzt gerade, sind komplett RNG. Auf schwer taucht er häufiger auf als jetzt zum Beispiel auf easy oder normal. Auf speedbomb.com gibt es keine Kategorie für normal, es gibt dort easy und schwer, also hart. Ich kriege ja eh beim letzten einen Kontrollpunkt, deswegen kann ich den Zip einfach mal probieren. Ich weiß zwar nicht genau, wo ich mich hinstellen muss, aber okay. Wieder viel Weg geskippt. Was ich auch gerne mache, ich renne auch gerne mal vor dem Croc auf dem Rückweg davon, wenn der hinter uns erscheint. Ja.
Ich denke mal schon, dass es die gibt. Ich denke mal schon, dass es die gibt. Warte, warte, ich habe speedrun.com mal off. Bei Asylum und Night sind alle zusammen drinne. Bei City. Also alle Konsolen, also hier bei Asylum ist das so, alle also egal was, Konsole, Return to Arkham Original, alles, oh shit, shit, shit. Alles ist dort zusammengepackt. PC, Xbox, PlayStation, pipapo. Bei City unterscheidet man zwischen Konsole, das sind dann alle Konsolen drinne, und ein PC. Bei Origins unterscheidet man auch zwischen Konsole und PC. Bei Night, bei Night. Ich glaube, bei Night sind auch alle komplett drinne. Bei Blackgate sind auch alle komplett drinne. Also die Hälfte ist so, die andere Hälfte ist so. Keine Ahnung. Damals gab es Debatten wegen Trennen, Ladezeit und ein paar Tricks und pipapo und so. Und da hatte man gesagt, auf Konsole gibt es bei City genug Warner, damit sich die Trennung lohnt. Bei Asylum gibt es ein paar Konsolen Warner, aber der Großteil, ich würde mal sagen, so 80% oder 70-80% sind PC Warner. Und da hat man dann gesagt, das sind zu viel oder zu wenige, das lohnt sich nicht. Bei Origins sind am wenigsten Warner und da hat man das trotzdem gemacht und ach, keine Ahnung. Nein, ich wollte gerade den Zip auslösen. In dem Moment kommt die Animation und hat den Glitch gelöst. Egal. Egal, müssen wir zurückgehen. Aber keine Ahnung, warum man das bei Origins getrennt hat. Na, bei Origins könnte das sein, dass man das getrennt hat. Da gibt es so einen Flug. Der nennt sich Butterfly. Und da hieß es lange Zeit, der wäre nur auf Konsole möglich. Damit glitcht man das Game, was jahrelang als Thema Speedrun in der Arkham-Reihe als noch ganzes das Spiel. Es hatte so viele Bugs, keine Frage. Aber so von Speedrun-technischen her gab es da eigentlich nie, jahrelang nie so viel zu erzählen. Und dann hat man einen Butterfly rausgefunden. Mit dem glitscht man das Spiel komplett kaputt. Da arbeitet man dann wirklich nur noch ein paar Trigger ab. Und da hieß es lange Zeit, er wäre mit Controller definitiv nie möglich. Aber seit einem guten Jahr oder so gibt es auf alle Fälle einen Konsolen-Runner, der das auch mit Controller hinbekommt. Aber ich denke mal, dass bei Origins da die Gesinnung mit der Trennung herkommt. Weil man mit dem krassen Glitch das Spiel komplett kaputt glitcht. So, wir holen uns erstmal ein schönes Update. Das brauchen wir nur einmalig. Automatische Annäherungszündung. Dadurch sparen wir jetzt so gut 20 Sekunden beim Killer Croc. Hätten wir das nämlich Schnee, hätte der Croc sich Zeit lassen mit der Verfolgung und aus dem Wasser gesteige. Das ist so eine, ich nehme an, dass es so eine Vorsichtsmaßnahme vom Entwickler ist, damit man genug Zeit hat, das Explosivgel selber rauszusuchen und zu zünden. Und wenn wir Automatikzündung haben, brauchen wir das nie und da steigt der Croc sofort aus dem Wasser und rennt uns sofort hinterher. Sonst seht ihr das Ganze. Okay. Okay. Das habe ich auch noch nie gehabt. Ja, das habe ich auch noch nie gehabt. Das könnte. Das könnte aber sein. Okay. Das könnte aber sein, dass das jetzt so komisch war, weil ich mich ja hier reingezippt habe und ich habe das vorher noch nie gemacht.
Ach, man muss das manuell, damit die Pseudo-Cutscene kommt. Ah, alles klar. Ja, Vorführeffekt wäre es, wenn ich das selber schon mal gemacht hätte. Ich habe es nur einmal gesehen und habe es dann einfach jetzt mal kurz hier in den One, weil das eh zum Erklären dient und alles, hier einfach mal so just for fun probiert. Weil das ist jetzt auch der große Nachteil, wenn ich auf Konsole One beim PC, ich habe Save-Files, ich kann... Mach einmal und hab dann Speicherung, da kann ich beim Croc extra speichern, beim Scarecrow dort speichern und kann das besser üben. Die Dinger habe ich auf Konsole nie. Oder nur sehr schwer kann man das machen, deswegen muss ich das immer bis dorthin spielen. Was das One lernen und Tricks, neue Tricks lernen sehr schwierig macht. Gut, auf der alten Konsole geht's noch, da kannst du den USB-Stick anschließen. Und dir einen Speicherstand auf den Stick machen. Von der Festplatte auf den Stick. Genau, und hier muss ich den Seilwerfer benutzen, weil ich ja nie in der Batcave war. Das hat auch den Effekt, dass die Cutscene kommt. Der Batman entwickelt das Seilmittel ohne Computer. Der Monitor ist aus. Nah dran. Der Monitor ist aus, weil wir ja nie in der Batcave waren und den Strom angemacht haben und so. Ja. Ja, und es gibt noch einen neuen Zip, der ist wirklich neu, den gibt es glaube ich erst seit 2 Wochen. Da skippt man die kleine Kletterpassage, aber ich habe da noch gar nie reingeguckt, wie man den macht. Ich weiß, man holt draußen die Speicherung und steigt dann irgendwie mit dem Seilwerfer auf irgendeine Ranke von der Ivy. Das habe ich mal gesehen, aber wo man da genau stehen muss oder so. Ah ja, ich wollte ja mal gucken, ob ich bei CD, bin ja bei Speedrun angemeldet, ob dort ein Tutorial-Video gibt. Ja, tröste dich. Mir ist das auch schon ein paar Mal passiert. Nur Game Minus Vorbereitung. Ja, es gibt Tutorials. Ja, die gibt's. Und hier fliegen wir gleich direkt rüber. Normalerweise müssten wir eigentlich hier drüben landen und ein Stück klettern. Wir können aber gleich direkt rüber fliegen. Aber wir dürfen dort nie groß die Richtungen ändern. Ja, genau. Speedrun.com, Arkham City und dann bei Tutorials. Da gibt es viele für Maus, Tastatur. Für Kategorien, AnyPresent gibt es auch einen, der ist zwar von 2019. Da ist noch nicht die neueste Route mit dabei. Da wo hat sich jetzt ein bisschen was geändert, aber so für den Anfang, weil die neue Route sowieso einen ganzen Ticken schwieriger ist, würde ich da lieber die älteren Strats gehen. So, die Feinde, die wir jetzt umgangen haben, wir machen Kontrollpunkt laden. Und es ist RNG. Beim Kontrollpunkt laden ist das Schlechteste, gar keiner wird sofort umgelegt. Das Beste ist 3er oder 4er. Das ist aber auch RNG nach Kontrollpunkt laden. Weil hier hinten ist eine Pflanze von der Poison Ivy. Durch den Neustart stehen die wieder an der Position, wo sie vorher standen und die Pflanze greift an. Und die erledigt die für uns. Und im besten Fall erledigt die ein paar Männle mehr.
Na, okay, einen einzigen. Einen einzigen. Langsam hier ran, damit wir, weil die so eine Art Bewegungssensor haben, den hier auslösen, weil den, die mich jetzt angreifen, wäre Schwip. So, wir holen uns die Speicherung wieder und zippen uns an die Tür, wo wir rein sind, wieder raus. Genau. Da steht auch, habe ich geguckt, es sind mehrere kleine Videos, auch mit viel Text. Noch ein Problem. Was noch? Two-Face, Riddler, irgendein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Mir fällt gerade ein, das könnte ich eigentlich als so eine Art Tutorial ein bisschen bei speedmon.com hochladen für Deutsch. War mir eigentlich relativ ausführlich hier das Zeug erklärt. Also, wir haben uns hier die Speicherung geholt. Wie üblich mit unserem Zip. Und was wir jetzt machen, mit einem Seilwerfer hier rüber. Das ist der Trick, was ich auch vorhin schon gesagt habe, der auf der originalen Konsolenversion ein bisschen impotent ist. Im besten Fall bekommen wir Höhe, aber nur die Hälfte. Während man bei Return to Arkham oder auf dem PC, würde man ganz hier oben an der Decke rauskommen. An der Höhlendecke, das ist hier in der Version leider nicht der Fall. Wir stellen uns hier so und den Punkt auf, dass der Batman sich quasi hier einrastet. Auf Return to Arkham würde man, oder PC, würde man den Zip jetzt sofort auslösen und die Höhe bekommen. Was hier jetzt nicht der Fall ist. Was macht man stattdessen als Backup? Das ist so ein bisschen mein Backup, das habe ich so selber entdeckt. Man nimmt die Batclaw, bis damit man navigieren kann, und haltet die ungefähr hierhin ein Stück unter der Markierung und hält dabei immer LT gedrückt und drückt jetzt Steuerkreuz nach oben und ganz schnell auf Auslösen. Ja, ich sag ja, der Trick ist ein bisschen impotent. Genau, second try. Drückt dann, wenn man in der Luft ist, A und gleitet dann hier hoch. Wie gesagt, auf die anderen Plattformen täte man hier oben an der Decke und könnte dann genüsslich weiterfliegen. Wir haben jetzt einen guten Dreiviertel geschafft, deswegen machen da nur noch mit dem Seilwerfer. So, jetzt kommt das Besondere. Wir skippen gleich, dass wir die drei Pumpen abschalten müssen. Und dadurch sparen wir... Die Pumpen an sich kosten jetzt nicht so viel Zeit. Was wir aber damit skippen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, den schwierigsten Part im ganzen Spiel. Wir müssen in den kleinen Abteil gegen Haufen Handlanger und einen Titan kämpfen und haben kaum Platz zum Ausweichen. Und vor allem in Speedrun auf schwer, no major skip, ist das der Horror. Das kann so schnell mal an One sterben, das ist einfach der Horror. Wir holen uns die Speicherung. An dieser wunderschönen Ecke wieder. Meine Karte ist
erledigen den kleinen Handlanger. Das ist übrigens der letzte große Part, den man durch Glitches quasi überspringt. Man kann eigentlich durchrennen, wenn man die runterzieht. Ich empfehle euch, weil die hinterhergerannt kommen, schaltet die aus. Nehmt euch die paar Sekunden Zeit lieber, die auszuschalten, damit ihr euch dann später bei dem Glitch perfekt ausrichten könnt. In Ruhe. Ohne den Zeitdruck, ob die jetzt hinter einem stehen. Weil, würden wir jetzt die Speicherung machen oder auslösen, wären dann unten. Und mit denen dann in dem Moment eine drauf kriegen, wäre die Speicherung weg. Deswegen lasst es bleiben, schaltet die Handlanger aus, es ist sicherer. Genau, hier müsste man den Kampf machen, in dem kleinen Areal, die Tore wird natürlich zugehen. Gegen einen Titan und links und rechts kommen Haufen Handlanger mit dem Fahrstuhl runter und das ist meiner Meinung nach der schwierigste Part. Und den überspringt man komplett. Wir wollen auf die kleine Pipe hier. Dazu drücken wir LT, damit der Batman das Explosivgelände Hand nimmt. Drücken vorlaufen und dann schräg nach links, bis der Batman hier ist. Lösen den Glitch mit Steuerkreuz nach oben wieder aus. Und sobald der Batman in die Knie ist, feuert man den ab. Macht die Detective Vision an, damit man wenigstens ein bisschen was sieht. Und löst den Glitch aber nicht mit A oder B, sondern löst den Glitch, indem wir die Speicherung uns wieder neu holen. Hier muss man noch sagen, muss man aufpassen. Wenn man die zweite Speicherung, nee, First Try hinbekommt, kann es passieren, man landet irgendwo, wo man nie wieder das safen kann. So, wir müssen uns jetzt drehen. Man kann sagen, wenn man die Punkte im Hintergrund sieht, oder die Umrisse von der Geraden und dann der Schrägen, da drauf zulaufen. Und nimmt jetzt den Seilwerfer, wir könnten auch hier rüber springen, nimmt aber lieber den Seilwerfer, das ist sicherer. Jetzt müssen wir uns genau an den Punkt perfekt in der Mitte positionieren. Und hier hingucken. Und wir brauchen hier Geschwindigkeit, wirkliche Geschwindigkeit. Desto schneller man den Glitch in richtigen Winkel auslöst, umso besser, damit man durch die Wand wiederkommt in den Fahrstuhlschacht. Nein. Die meisten Runner machen das so. Ich habe ein kleines Setup dafür. Und zwar, ich nehme den Lion Launcher Visier an und auf den Strich hier, wenn der Pfeil und der Strich auf einer Linie sind, ist man wirklich perfekt ausgerichtet. Die Zeit sollte man sich dann doch nehmen, das perfekt auszurichten. Jetzt, nachdem wir ja den Seilwerfer gedrückt halten, LT, um das auszurichten, drücken wir blitzschnell nach oben und auf Abfeuern. Wie gesagt, Geschwindigkeit ist ja alles. Und wenn das perfekt geklappt hat, dann sind wir eine ganze Stufe nach unten, schräg nach unten gezippt. Habt ihr euch in der Höhe nicht quasi verändert, seid ihr noch oben? Speichert den Glitch wieder, denn da hat das nie funktioniert, weil wenn ihr den Glitch nie wieder aktiviert, könnt ihr das nie nochmal versuchen und ihr müsst Kontrollpunkt laden machen. Ja, definitiv, definitiv. Das verstehe ich. Ich war ja auch happy, ich habe ja jetzt auch paar Mal angefangen mit Star Wars Jedi Fallen Order und bin auch froh, da gibt es zwar kein den Tutorial One, aber es gibt Haufen Videos für die richtig großen Tricks und die sind doch relativ super erklärt und da hat man auch relativ fix den One gelernt. Optimierung ist natürlich immer noch da, aber man
ist jetzt so weit, dass man den kann. Auf der Leaderboard bin ich auch schon. So, wir haben die Ebene. Jetzt drücken wir einfach A und laufen einfach nach vorne. Und zack, wir sind in den Fahrstuhlschacht. Wir könnten jetzt standardmäßig das machen, indem wir das alles einsprengen. Das macht man aber bei AnyPresent nicht. Sondern wir stellen uns hier an den Tor ungefähr hin. Das kann auch ein bisschen variieren, da könnt ihr rumlaufen. Hauptsache, ihr guckt nach oben und spammt jetzt wirklich Spam aus verschiedenen Winkeln, weil das immer ein bisschen unterschiedlich ist. Den Enterhaken so lange, bis der Batman quasi den annimmt. Also ich kann das Spiel nur empfehlen, vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden. Es ist echt eine Herausforderung, aber es macht definitiv Spaß. So, wir können uns zwar jetzt hier bewegen, was wir machen. Wir drücken einfach B, landen hier drauf. Ziehen die Kamera rüber, dass wir ungefähr in der Mitte uns wieder hochziehen können. Drücken wieder B. Sprühen Explosivgel hier drauf. Wir können uns jetzt zwar immer noch nicht bewegen, was wir aber machen können, sobald wir wieder hier runterklettern, uns hochziehen und jetzt zieht der Batman sich auch komplett hoch. So, das war es jetzt erstmal mit den Glitches. Jetzt geht's weiter mit dem letzten Abschnitt. Wir kämpfen jetzt gegen die Titan Poison Ivy. Und nochmal gegen den Joker als Titan. Wobei Kampf gegen den Joker ist es nicht direkt. Es gibt links und rechts den Weg. Der rechte Weg ist ein bisschen gefährlicher. Geht lieber den linken. Er ist kein bisschen langsamer. Aber dafür weniger gefährlich. Feuert jetzt den Line Launcher hier ab. Loslassen. Und wieder nach oben ziehen. Und jetzt wird's richtig cool. Normalerweise müssten wir uns den Weg durch zwei Wachtürme schlagen. Das Gute ist, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie die Handlanger sind. Macht den Seilwerfer einfach hier schräg rüber und ihr seid so schnell, dass selbst wenn sie euch sehen, euch definitiv nicht erwischen. Sollte der Handlanger so sein, dort wo man den Seilwerfer werfen tut, dann markiert die den Seilwerfer einfach, ich sag jetzt mal, wenn das hier die Wache ist. Markiert den einfach so hier und feuert den ab. Der Batman niedet den um, dass der kurz bewusstlos ist. Und dann bleibt er liegen, bis ihr durch die Tür seid. Alles safe. Ah, hier gibt es auch noch so einen kleinen Skip, wo man hier rüber machen kann. Entweder mit Seilwerfer oder mit Springen. Aber das hat jetzt so 5 Sekunden hätte das. 5, 6 Sekunden hätte das für Strike gespart, wenn man es nähen bekommt. Lasst es, geht lieber unten lang. Das ist vielleicht 5, 6, 7, vielleicht doch gar 8 Sekunden langsamer, aber dafür wirklich die sichere Strat. Auf Easy kann man hier schön durchrennen. Weil wir dadurch nicht so viel Damage bekommen, aber auf schwer würde ich euch empfehlen, langsam ranzugehen und die niederzumähen. Genau, und hier ist jetzt der Punkt, wo eigentlich hier an der Stelle 3 Szene für die Riddler-Herausforderung von dem Joker gespawnt wären. Da wir aber nie bei der Ivy waren, spawnen die einfach nie. Seilwerfer wieder. Der Ivy ist ja ganz raffiniert. Die nimmt jetzt ein paar Handlanger als Geisel. Das solltest du. Du bist nur ein Mann. Ja, definitiv. Ach, das ist auch so ein schwieriger Bosskampf.
Die nimmt jetzt ein paar Geiseln. Was wir jetzt machen, wir tippen einfach nur zweimal RT an für die Bad Claw. Die verlieren den Stand. Und wir machen mit dem Seilwerfer hier durch. Wenn ihr low seid mit der Gesundheit, könnt ihr euch hier nochmal ein bisschen aufpowern. Weil für jeden Zahn, für jede Trophäe gibt es Punkte wieder. Gesundheit. Wieder. So, jetzt beginnen wir den Kampf gegen der Ivy. Gut, wir haben einmal Heilung gegen der Ivy, das ist gut. Was wir jetzt immer wollen, immer ab und zu mal, wenn die Gelegenheit sich bietet, den dreifachen Batarang zu werfen. Was bei der... Aber sonst macht man nur Schnellfeuer und immer mal wieder den dreifachen. Was bei den dreifachen ausgerüstet, aber auf Konsole ständig mal passieren kann, dass der Batman irgendwann gar keinen mehr wirft. Da musst du kurz das Gadget tauschen, damit er wieder wirft. Ja, also Bosskampf ist es definitiv das Schwierigste. Außerhalb der Bosskämpfe ist es definitiv der Elevator Titan, also der Fahrstuhl-Titan in den Katakomben, den man ja aber auf any percent skippen tut. Und ich habe jetzt gerade das Problem gehabt, ich konnte nicht mehr den Batarang werfen. Musste jetzt das Gadget kurz tauschen, damit ich den wieder werfen konnte. Man sollte auch, wenn die Gesundheit low ist, nicht so gierig sein und lieber einmal mehr springen und einmal weniger den Batarang werfen. Es sei denn, man hat Heilung, dann kann man es schon mal machen. Ich finde ja sogar persönlich, dass die zweite Phase einfacher ist als die erste. Weil in der zweiten kommen Handlanger dazu, die wir gerne benutzen können, um größere Distanzen mit dem Spring zurückzulegen. Die quasi als Rampe benutzen, um die Sprungreichweite zu erhöhen. Ja, und noch mehr Damage nimmt die, wenn die ihre Deckung fallen lässt und man den dreifachen Nein feuert. Auf einfach habe ich gesehen, bleiben die Wanner auch stehen, wenn die Heilung haben. Und konzentrieren sich wirklich darauf, der Ivy schnell in die Schwachstelle zu schießen. Aber auf schwer ist es tödlich. Die Taktik, die funktioniert da gar nicht. Genau, wenn die Phase hat, wenn die Schilde, sag ich jetzt mal, runtergehen, dann will man die eigentlich mit den dreifachen treffen, weil dann nimmt die den dreifachen Damage. Man kann auch noch ein bisschen Damage boosten. Also den der Ivy bekommt, wenn man ein bisschen kämpfen tut und dann den Batarang wirft. Weil dadurch, durch das Update, ist das automatisch ein kritischer Treffer in der Combo drin. Der Combo-Zähler wird zurückgesetzt, wenn wir getroffen werden. Wenn wir zweimal den Batarang hintereinander abfeuern. Man kann einmal so springen und dann muss man einen Schlag machen, sonst ist die Combo zurückgesetzt. Man kann aber im Gegenzug immer wieder springen, wenn ein Feind da ist. Also man hat zum Beispiel eine Combo von 10, springt dann immer wieder über die Feinde drüber, bleibt der Combo-Zähler. Aber springt man, macht man so eine Rolle im Kampf so hier,
und kein Feind ist in der Nähe, darf man das Ganze einmal machen. Dann bleibt der Kombozähler, macht man das ein zweites Mal, geht er zurück. Das gleiche gilt für den Batarang. Man kann im Prinzip abwechselnd machen, Schlag, Batarang, Schlag oder man kann auch machen, zum Beispiel schlagen und dann betäuben, um Zeit zu gewinnen für den nächsten Move, weil man den jetzt zum Beispiel jetzt nicht K.O. hauen will. Oder man betäubt den einfach mal, damit man am Boden den ausschalten kann. Was man aber nie machen darf, zum Beispiel, ich spring und mach dann einen Batarang und spring wieder über einen Feind und mach dann wieder den Batarang, zählt das trotzdem als Combo unterbunden. Ein Goldsplit. Ich habe da jetzt kein Goldsplit gegen der Ivy gehabt. Ne. Definitiv nee. Es gibt doch eine Kategorie, da macht man einen Animationsskip gegen eine. Genau, definitiv lernt man das dort gut. Die Sache ist nur die, das, was im Wettkampf viele Punkte bringt, will man im Speedrun nie. Man will das eigentlich so einfach wie möglich haben. Hier sind dann die Hände ein bisschen gebunden bei City. Origins Night will man dann das Multi ausschalten haben. Das hat der Batman aber hier nie. Wir können warten, nach einer gewissen Zeit treten die automatisch den Batman reinlassen oder wir greifen die an. Wir greifen die in dem Fall jetzt an, weil angreifen, wenn man die schnell niederringt, ist schneller als zu warten. Die Feinde muss man nicht besiegen, man kann die besiegen, da gibt es einen Erfolg bzw. eine Trophäe. Aber im Speedrun will man keine Trophäen haben. Es gibt eine Version, beziehungsweise eine Kategorie, die funktioniert irgendwie mit einem Animationsskip bei der Tür. Da kann man eine Joker nicht besiegen, sondern dass das Game an der Stelle dann Softlocks. Da kann dann das Game irgendwie nicht regulär beenden. Deswegen also da kommt dann irgendwie die Endcutscene oder so, irgendwie nie. Aber irgendwie heißt die Kategorie, ich glaube, nur Beat Joker. Ja, also bei City will ich den eigentlich immer sofort haben. Man holt den bei City zum Beispiel den kritischen Treffer und will dann eigentlich so schnell wie möglich den Multi ausschalten haben. Am mystischsten ist es ja mit dem Update-Baum bei Blackgate. So, Titanenkampf. Ah, hier konzentriert man sich nur auf die Titanen. Weil wenn wir die Handlanger niederstrecken, es kommen immer wieder neue. Oh shit. Ach, ich mach lieber kleinen Neustart. Das ist sonst ärgerlich. Wobei ich hätte Heilung gehabt, aber naja, egal. Es gibt eine gute Taktik mit Explosivgel in einer bestimmten Ecke. Aber nur auf Easy funktioniert das, weil die da weniger Lebensenergie haben. Da würde man die Handlanger immer wieder mit der Bad Claw zur Fall bringen, damit sie uns nicht behindern, wenn wir die Feinde mit Explosivgel abfertigen. Weil hier ist das irgendwie komisch programmiert. Der Batman kann hier kein Schnellfeuer-Explosivgel, wie zum Beispiel bei City. Sondern nur die langsame Version, wo der zu Boden geht. Ah, Mist, den einen Titan habe ich jetzt nicht gesehen. Und bei dem Titan ist es scheiße. Oder generell, nicht nur bei den Titanen, aber da fällt das besonders auf, weil man das da machen tut.
auch zum Beispiel No Major Skip macht man das beim Elevator Titan mit Explosivgel arbeiten. Es fällt auf, dass das ein bisschen blöd programmiert ist. Man macht das Explosivgel. Das ist schon am Boden angebracht. Der Batman ist schon dabei, in der Animation wieder hochzukommen. Aber steht noch nie ganz. Kriegt dann einen Treffer ab. Und dann zählt das komplett als die komplette... Jo, mach das. Jo, dann bis zum nächsten Mal und schlaf dann gut. Und wenn der Batman dann getroffen wird, zählt das als komplette Animation gecancelt. Und das Explosivgel ist auf einmal auf wundersamer Weise nicht mehr auf dem Boden, an der Wand, wo immer man das hingefeuert hat, sondern ist dann komplett wieder quasi in der Pistole, sag ich jetzt mal, drinne. Und das ist das, was so mega abfuckt, wenn man Speedrun tut. Und hier habe ich mal das, was ich angesprochen habe, wir bekommen. Das geht aber auch nur bei Asylum. Wir kaufen ein Update und bekommen komplette Energie zurück. Und man will eigentlich auf schwer immer einen Update-Punkt für der Ivy und auch gegen die Titanen haben. Weil man so schnell down ist, damit man noch ein bisschen mehr Sicherheit mit Nein bekommt. Insgesamt gibt es, ich glaube, vier Heilungspacks, die man mit jeweils einem Update-Punkt kaufen kann. Ich guck mal kurz. Ja, vier Update-Packs. Bei City hat man das dann geteilt und die anderen Arkham-Games haben das dann übernommen. Man unterteilt dort zwischen Kampfschaden und Kugelschaden. Und würde man dann eine Gesamtpanzerung, gibt es nicht, sondern es gibt ein Kugel-Update für Kugel. Und es gibt ein Panzerungs-Update für Nahkampf. Und bei den anderen Arkham-Games funktioniert das dann so. Kaufe ich mir ein Update für kugelsichere Weste. Wird alles, was zur kugelsicheren Weste gehört, mit aufgeladen, aber die normale Panzerung nie. Und beim Kampf ist es dasselbe. Gut, ich verstehe, dass eigentlich kugelsichere Update mehr Panzerung braucht, aber müsst ihr eigentlich so vom ersten Überlegen her alles, was kugelsicher ist, automatisch auch gegen normale Schläge besser verteidigen. Und der Kampf ist jetzt beendet, sobald der zweite Titan gefallen ist. Ja, und mit Explosiv tut man die Animation skippen. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund. Jetzt beginnt die letzte Phase gegen den Joker. Die ist aber nicht sonderlich schwierig. Man muss nur aufpassen, wenn der Joker sich rumdreht zum Helikopter. Man hat nur einen Versuch, den runterzuziehen. Ist da noch ein Feind in der Arena oder zum Beispiel ein Riesenzahn, der explodiert, wird das unterbrochen und man muss die Phase von vorne machen. Ja, ich mach mal einen Neustart. Ich wollte eigentlich das Dings zeigen. Man will eigentlich explosiv gehen, bei die Zähne von dem Joker unten drauf sprühen und wenn die dann runterkommen. Das hat aber, glaube ich, jetzt nicht funktioniert, weil ich das Update, glaube ich... Ne, halt doch, ich hab's. Genau. Wir sprühen das hier hin. Damit die Feinde in den Elektrozaun geflogen oder fliegen. Und die hier oben, neben dem Joker, die runterkommen, die will man eigentlich mit der Batclaw runterziehen. Und damit hat man eigentlich schon, wenn es gut läuft und das perfekt klappt, die Hälfte der ganzen Handlanger umgenietet, bevor überhaupt hier der Kampf richtig begonnen hat. Und das macht man in die nachfolgenden zwei Runden auch.
Genau, den Zahn musste ich jetzt noch zerstören, weil hätte ich jetzt einen Joker runtergezogen und der hätte mich getroffen, hätte das quasi als Cancel gezählt und ich hätte die Runde neu machen müssen. Den ganzen Kampf machen wir jetzt noch genau zweimal Handlanger besiegen und Time ist dann, nachdem dann der letzte Input kommt, nachdem der Joker quasi in der Cutscene nach unten fällt. Explosiv geht wieder hier bei den Zahn. Und die hier oben kommen runter. Na, das Runterziehen hat wieder wunderbar geklappt. Die Hälfte ist schon wieder K.O. gegangen, bevor man überhaupt was gemacht hat. Und kann man sagen, mit der Taktik so beendet man den kompletten Kampf. Wow, das ging doch länger als ich dachte. Dafür wirst du sterben, Bats. Lass mal sehen. Glaubst du, du kannst mich besiegen? Bring mich nicht zum Lachen. Der Joker dreht sich eigentlich schon relativ lange zum Helikopter um. Also soll man sich davon auch nie hetzen lassen. Okay, es war gerade keiner weiter da, der hätte umfliegen können. Na, jetzt habe ich aus Versehen zweimal drauf gedrückt und dadurch wurde der Kombozähler zurückgesetzt. So, und jetzt ist Time. Ich kann's vertragen. Ich kann alles einstecken, was du auch. Ah, Skip und du kannst mich nicht besiegen. Nee, halt. Wieso hab ich. Ich hab doch kein Gold, Split. Wär's auch noch. Ah, plus anderthalb Stunde, oh Gott. Naja, aber es war von Anfang an kein ernsthafter One, so ein bisschen zum Erklären. Danke. So, der Batman hat jetzt laut Story das an. Also. Und nichts zu danken. Also, so ein One habe ich auch noch. Nee, ich bin immer sonst quasi mit 100% durchgeheizt. Aber mal so ein bisschen ruhig und ein bisschen so erklären, war auch mal was anderes. Definitiv. Definitiv. Ja, war's auch definitiv, war das viel. Mein gut, Mann, ich hab's ein bisschen einfacher gehalten, indem ich dann gesagt habe, hier, dort in der Ecke holen wir uns die Speicherung. Weil jedes Mal dann drauf eingehen, wie die Speicherung genau funktioniert, wäre ja auch blöd gewesen. Nochmal zur Story. Das war jetzt so. Wir haben das Heilmittel für das Titan, weil während wir auf dem Rückweg waren, hat der Joker der Ivy das Titan gespritzt. Dadurch ist sie zur Riesenpflanze geworden. Und der Batman hat eine Dosis Heilmittel bekommen. Hat laut Story verhindert, dass der Joker das in Gotham aufteilt.
Wie gesagt, nichts zu danken. Dann war es so, der Joker. Genau, genau so habe ich es auch empfunden. Und wir haben ja eigentlich oder hätten gesehen, dass der Gordon von den Batman gerettet wurde und eigentlich von der Insel runtergeschafft wurde. Aber irgendwie ist der Joker, ja, der Gordon dann doch da. Nachdem wir der Ivy besiegt haben, wollte der Joker den Gordon das Titan spritzen. Der Batman springt dazwischen, kriegt sozusagen das Titan ab. Der Joker initiiert sich dann das Titan selber und will dann quasi einen Titanenkampf, Titan-Joker gegen Titan-Batman haben. Der Batman initiiert sich dann das Titan, quasi das Anti-Titan selber, damit er sich ihn verwandelt. Dann gibt es den Bosskampf. Und der Joker hat sich zwar zurückverwandelt, aber ist auf Molekularebene oder DNA-Ebene vielmehr quasi komplett zerstört. Das wird man dann später bei City sehen, dass der Joker dort im Sterben liegt und dann bei City auch dementsprechend dann am Abnibbeln ist und am Ende auch stirbt. Und ja, das, die ganze Arkham-Reihe quasi beruht wirklich auf den ersten Game. Und wenn man wirklich alles verstehen will von der Story, muss man komplett die ersten oder das erste und dann City. Und das hier ist übrigens auch lustig und RNG. Ich sag einfach mal, der Croc kommt. Scarecrow. Hier an den letzten Part. Das ist unabhängig vom Schwierigkeitsgrad, vom Spielen, es ist komplett RNG. Taucht am Ende der Scarecrow, der Bane oder der Killer Croc auf einer von den dreien und holt sich quasi das Titan runter. Da mache ich immer gerne oder macht man bei der Arkham Community immer gerne noch so ein kleines Ratespiel draus, wer wo da das Titan runterziehen könnte.